Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 von der Serie Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Der Albtraum aus der Ulmestraße, Teil 3, der anscheinend nie endet. Und damit das eben bald ein Ende hat mit diesen ganzen Albträumen, die dann teilweise mit P und teilweise mit B geschrieben werden, bevor dann der nächste irgendwie Linguistiker wieder den nächsten Albtraum bekommt, schreibe ich mal hier mit B. Ja, begrüße ich jetzt hier zum einen den Jörg und dann später gleich unseren Überraschungsgast, der gar keiner mehr ist. Moin, moin. Ja, der Albtraum, der gar kein Ende nimmt, das ist ja mit dieser Serie Nightmare on Elm Street auch. Wie viele Teile gab es denn da zum Schluss? Das hat man da gar nicht mehr verfolgen können. Das war so diese Krankheit, die so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre anfing, um sich zu schlagen, dass man jeden erfolgreichen Film eine Fortsetzung machen musste. Ja, und dann kann man sich gar nicht mehr angucken. Also ich gucke mir die sowieso nicht an. Ich bin froh, dass ich hier mit dir zusammen bin und diese Sendung machen kann und weiter über JFK und die Verschwörung lernen kann, weil, muss ganz ehrlich sagen, ich dachte vorher auch immer, ich wüsste da was von, aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Ich bin nur gar nicht sicher, bin ich ja wirklich mit Michael verbunden, weil deine Stimme klingt heute so anders. Da weiß man ja gar nicht, ob du das bist. Ja, da musst du damit leben wohl heute Abend, ne? Also ja. Ist ja auch nur heute Abend so, die Stimme wird jetzt jeden Tag anders werden. Ja, gut, die Stimme ist anders, aber der Inhalt ist derselbe, also du bist das schon. Gut, dann geben wir mal an den Überraschungsgast weiter, der keiner mehr ist, wer auch immer das ist. Wo ist er denn? Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt damit gemeint bin, weil ich bin da wirklich keine Überraschung mehr. Nee, aber du stalkst immer für selbige und deswegen haben wir gedacht, gut, wir fangen jetzt erstmal halt einfach so vom Alter her an und da bist du ja immer die Jüngste und... Von daher passt das dann schon. Okay, das fühlt sich auch gar nicht mal schlecht an. Hm. Und soweit ich weiß, sind 7 Teile von der Ulmstraße, von dem Nightmare on Elm Street. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das in 7 Teilen hier noch fertig schaffen, bei der Recherchearbeit, die du hier betreibst. Ja, also ich habe wirklich den Papp so auf. Ich kann ja nicht mein ganzes Leben dann nur noch Kennedy machen. Also deswegen, letzte Folge haben wir schon einiges geschafft und diese Folge werden wir auch einiges schaffen, bevor wir dann in der nächsten Folge endlich zu dem Thema kommen, wo der Jörg schon Dokumente darüber erstellt hat, sodass es dann langsam wirklich aufs Ende zugeht, weil wenn das jetzt immer noch nicht begriffen hat, dass es eben keine Zufälle gibt, wie ich auch wahrscheinlich diese Folge nennen werde, es gibt keine Zufälle, gehen wir nämlich jetzt genau rein mit ein bisschen Wiederholung aus der letzten Folge, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Also geht's los. Ich habe ja gesagt, wir brauchen eine alternative Sicht auf die Dinge auf der Elm Street. Alternative View on JFK Elm Street. Was ist da passiert? Und deswegen habe ich gesagt, es gibt nur eine Hypothese, die wirklich Sinn macht. Wir sehen das, was wir sehen sollen, aber wir sind blind für das, was wir nicht sehen sollen, was uns verheimlicht wird. Also welche Filme werden nicht gezeigt? Ganz einfach, beim Zapruder-Film fehlt die ganze linke Seite der Zuschauer, also die vordere Seite. Ausblendung der Zuschauer ist also dann auch anscheinend schon gewollt. Das heißt, wir sehen also von der Kolonne von Kennedy sehen wir immer nur die zugewandte Seite. Das heißt, es muss alles auf der Fahrerseite stattfinden, weil das ist ja genau durch den Zapruder-Film eben nicht gerade besonders gut getroffen, denn da würden ja immer die jeweiligen Akteure durch andere Menschen verdeckt, ne? Also die Akteure rechts im Auto verdecken immer die Akteure links. So, dann das Vorausfahrzeug von der Dallas Police Department und das Pilotfahrzeug ist auch komplett auf den Filmen nicht drauf. Sehr interessant. Zumindest nicht auf den Zapruder-Film drauf. Das heißt, da muss es ja eine Bewandtnis haben. Nächster Punkt. Der weiße Lieferwagen in Aitkens 5, der ja eine ganz große Bewandtnis haben muss, weil ansonsten wäre der ja nicht geschwärzt im Zapruder-Movie. Und natürlich die Riesenlücke Zapruder Frame 132, 133. Wobei wir da schon wieder bei 13.3 wären. Ne? Oder 3.13. Ne? Interessant. Gut, soweit letzte Folge. Natürlich reden die nicht direkt mit uns und würden auch nie etwas zugeben. Deswegen muss man natürlich auf die Symboliken achten. Wenn jemand also jetzt hier eine 666-Symbolik macht in dem Film von Oliver Stone, hat das genauso eine Reminiszenz an die heidnische Religion wie beispielsweise die meiner Meinung nach nicht zufällige Gefangennummer von Nelson Mandela. Tja, aber da darf natürlich jeder eine andere Meinung zu haben, ne? Der übrigens Kreuzritter gewesen ist, ne? Also ich glaube nicht, dass es ihnen also schlecht gegangen ist. Später ist er auch sehr stark aufgestiegen, ne? Ich kenne jetzt sonst keinen Fall, der also jetzt plötzlich aus ein weltberühmter Gefangener war und dann plötzlich so Staatsoberhaupt geworden ist, ne? Gut,
Also, nochmal ganz kurze Revue passieren. Was passierte da? JFK war unterwegs in San Antonio, in Texas. Ne? Guckt euch die Sitzordnung an, ne? Komplett umgekehrt. Geht noch weiter. Ne? Die Präsidentenlimousine. Die Sitzordnung ändern sich permanent. Jetzt haben wir hier plötzlich dann drei Leute. Was natürlich nur geht, wenn die blöden Rosen fehlen. Ja, und hier seht ihr, da sitzt hinten links die Nelly Connelly. Komisch. Also jedes Mal ist es anders. Jedes Mal ist es anders. Schon komisch, ne? Und man hat auch nicht so gutes Wetter wie in Dallas. Also hier beispielsweise sieht fast gleich aus, ist aber auch wieder vertauscht, weil der Connelly auf der quasi falschen Seite sitzt. Komisch. Hier wird es noch komischer. Naja, aber ist halt komisch. Also es war in Dallas alles so, dass es einen gewissen Zweck zu erfüllen hatte, ne? Ja, ja. Naja, gut. Aber da, wo es so warm gewesen ist, da zieht natürlich dann die Frau Jacqueline Kennedy natürlich genau die heißen Klamotten an, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und den dicken Hut, ja, klar. Ne? Währenddessen dann hier sie etwas luftiger unterwegs ist, wo natürlich beschisseneres Wetter ist. Deswegen sieht man noch, hier hat es irgendwie geregnet. Ach ja. Ne? Und im strahlenden Sonnenschein, da zieht man natürlich dann so ein Kostüm an. Klar, konnte man nicht mehr ändern. Ne? Ja. Naja, also sie hatte auf jeden Fall alle Möglichkeiten der Welt, von der Millionärin und Präsidentengattin zur Milliardärin zu werden. Später hat sie immerhin 200 Millionen mit ins Grab genommen, was ihr dann auch nicht mehr hilft. Aber wie gesagt, Geld ist ein ganz großer Antrieb, ne? Nicht nur für die Frau Kennedy, auch für den Onassis. Jetzt kommen wir direkt mal in die Geschichte rein, die Sachen, die halt komplett verkehrt laufen an dem Tag des Anschlages. Ich habe hier die Dokumentation, ich hätte gerne die Slideshow auch gezeigt, aber die dauert 10 Minuten und da haben wir auch keine Zeit für. Von, ich glaube, es war James Fetzer mal wieder. Und er hat gesagt, okay, guck mal hier, das ist eben genau das, was alles fehlt. Hat er ja auch recht, ne? Die ganzen Sachen, die halt einfach hier so plötzlich auftauchen, ist die Limousine. Das kennen wir ja alles. Ich will jetzt hier keine langweiligen Sachen haben. Ne? Was ich jetzt nur sagen möchte, ist, es gab kurz vor dem Anschlag eine Autokolonne, genau auf der Houston Street, die dann natürlich dann weg war, als der Präsident bzw. die ganze Motorcade kam. Das ist aber noch nicht der große Punkt. Der große Punkt kommt jetzt gleich. Der Punkt ist, das, was man nicht sieht, muss natürlich das sein, was wir nicht sehen sollen und deswegen auch so sein, dass wir eben das nicht sehen sollen, um unsere Schlüsse eben nicht ziehen zu können. Aber wir gucken uns das jetzt mal an in diesem Ausschnitt von der Tina Towner, den wir letzte Woche schon eingespielt haben, in den verschiedenen Slow Motions. Und da sehen wir nämlich genau, wo die Präsidentenlimousine jetzt hier links einbiegt. Das Problem, was ich habe, ist die Frau Dings da, die steht da jetzt genau hier und kann natürlich wunderbar überblicken aus diesem Punkt, ja, wie die Limousine fährt. Aber da dieser Film gesplisst ist, das heißt, da ist ein Schnitt drin, wollen die uns ja irgendetwas nicht zeigen. Und das habe ich euch in der letzten Folge schon gezeigt, deswegen jetzt nur mal die ganz kurze Fassung. Die erste Information, die ganz valide ist, ist, der Polizeipräsident, der ja nirgendwo zu sehen ist auf dem Zapruder-Movie, der steigt am Texas Roebuck Depository aus, redet mit einem Angestellten, beziehungsweise mit einem Polizisten, so war das, redet mit einem Dallas Police Dings und quatscht irgendwelche Details ab, die wir bis heute nicht wissen. Fehlt komplett auf dem Zapruder-Film, weil es fehlen ja unglaublich viele Frames. Aber wenn wir jetzt den Tina Towner-Film haben, der uns ja genau zeigt, da ist auch ein Schnitt drin, ja, dann musst du jetzt halt einfach nur mal 2 und 2 zusammenzählen, wenn du jetzt eine Information weißt, die ihr vielleicht jetzt vom letzten Mal noch wisst, oder aber jetzt kommt nämlich genau diese Sequenz, ja, euch jetzt nochmal einfällt, ja, diese Geschichte jetzt hier, mit dem Spliss jetzt hier drin, Achtung, fertig, und los. Zack. Ja? Hat wohl mit den Zeugenaussagen zu tun, dass der Fahrer Will Greer dieses Fahrzeug nicht um die Kurve bekommen hat. Das heißt, die Präsidentenlimousine hat da gestoppt, und musste dann nochmal komplett neu rangieren, um wieder auf der Elm Street zu landen. Das heißt, der Radeinschlag von William Greer war aus welchem Grund noch immer eben nicht ausreichend genug, um die Limousine rumzubringen. Und das ist genau das, warum dieser Tina Towner-Film meiner Meinung nach geschnitten ist. Um die Illusion einer ruckelfreien, einwandfreien Kurvenfahrt zu illustrieren. Ja? Das heißt, meiner Meinung nach, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ist hier bis hier der erste Versuch von Greer. Und genau
ab hier der zweite finale Versuch von Greer. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum man da genau eben etwas fehlt. Und nochmal, es gibt Augenzeugen, genug Augenzeugen, die sagen, nein, der hat die Kurve nicht geschafft. Der ist quasi auf den Bürgersteig schon aufgekommen und musste dann nochmal komplett rangieren, um diese Riesenlimousine nochmal um diese Ecke, diese Kurve zu bekommen. Nach Secret-Service-Methode durfte er diese Kurve eigentlich gar nicht fahren, weil die so schmal ist, dass also die Geschwindigkeit der präsidentialen Limousine so verringert wurde, dass er leicht eines Ziels eines Anschlages hätte werden können. Und es wäre natürlich auch für jeden Ansteiger viel einfacher gewesen, den jetzt komplett frontal zu erwischen, den Kennedy, haben wir ja auch schon mal gesagt, aber er musste ja dieses Ritual gewahrt sein. Also so viel mal zu diesem Tina Towner-Film. Aber genau dieses Artefakt impliziert jetzt noch eine ganz andere Problematik beziehungsweise einen ganz anderen Lichtblick in unserer Untersuchung. Wir wissen ja von dem Herrn Alkins, dass er zwei Fotos gemacht hat. Einmal Alkins 5 und einmal dieses bekannte Foto Alkins 6. Aha, jetzt gucken wir uns das gleich mal an. Wird nämlich jetzt sehr, sehr interessant. Hm. Ja. Also, Fetzer sagt hier, ist eine Riesenkreuzung, aber halt sehr, sehr spitzer Winkel. Und der Greer hat es eben nicht geschafft, wahrscheinlich vorsätzlich nicht geschafft. Und deswegen musste er nochmal stoppen und nochmal komplett rangieren. Hm. Pass auf, was jetzt passiert. So, hier siehst du den Radeinschlag von der präsidentialen Limousine und der wird garantiert nicht reichen um eine 110-Grad-Kurve. Ja, 110 Grad, ihr wisst, 90 Grad ist ein rechter Winkel, ne? Um eine 110-Grad-Kurve zu schaffen, da müsstest du eigentlich jetzt anhand des Einschlagwinkels, und die präsidentialen Limousine war ja auch nicht so schnell unterwegs, das sieht man in anderen Bildern, eigentlich auch schon fast erkennen können, dass der unglaubliche Probleme haben musste, wenn er den Winkel beibehält, da jetzt tatsächlich diese Distanz zu schaffen. Wobei wir jetzt noch mehr sehen in diesem Bild. Wir sehen, dass der Weißlieferwagen noch einen Bruder hat, der dahinter steht, also entweder ein Auflieger ist oder sonstiges. Ja, schon sehr interessant. Weswegen ich in der letzten Folge gesagt habe, das ist alles eine Funkstrecke. Das kann nichts anderes sein als eins der Übertragungswagen. Die Funkstrecke, das ganze Ding ist elektronisch getimt worden, damit auch nichts schief geht. Dafür braucht man auch keinen Umbrella Man. Also alle haben Funk gehabt. Ne? Dallas Police hat Funk gehabt, ganz vorne. Kellerman, Beifahrersitz, hat Funk gehabt. Lyndon B. Johnson hat Funk gehabt. Die Dallas Police hat Funk gehabt. Zig Leute haben Funk gehabt da. Ne? Nur der Kennedy, bei dem hat es nicht gefunkt. Ja. Und selbst als sie das nachgestellt haben, hier diese Kurvenfahrt, ne, haben die also dann wohl dann angeblich festgestellt, dass der Greer die Kurve dann irgendwie zu weit gefahren ist, ne, was ja nicht verwerflich ist. Es gibt auch Leute, die sagen, der Greer hat die Straßen verwechselt. Dafür gehen wir mal eben zurück in unsere Elm Street Street View Geschichte, ja, und hat eben diese Straße hier genommen, direkt am Texas Roebuck Depository. Hierfür muss er natürlich den Einschlag sehr viel weniger wählen, als wenn der hier rum muss. Ja, guck dir mal den Winkel an, wo der da rum muss mit einer, weiß ich nicht, 6 Meter und Limousine oder was das Ding da hat. Ne? Das ist ja ein verlängertes Fahrzeug. So, da muss der, so muss der Winkel aussehen, um damit der Greer den Winkel schafft. So, und wenn er nur ein bisschen einschlägt, dann kommt er halt hier aus oder hier aus. Und angeblich gibt es auch viele Leute, die sagen, er wollte halt einfach gedacht, die Straße geht hier weiter. Klar, der kennt die Route nicht, ne? Ja. So, und das ist die Geschichte dabei. Und jetzt kommt ein ganz anderer Artefakt. Haha. Ja. Weil es gibt wohl dann auch wohl, also wohl auch noch Bilder, dass der Greer halt schon vorher gestoppt hätte. Ne? Also jetzt hier schon mal ein Bremslicht. Frag mich jetzt bitte nicht, von welchem Bild das jetzt ist. Ne? Aber ist schon interessant. Ja, das ist super interessant alles. Aber wir wollen uns ja gar nicht mit den Kleinigkeiten aufhalten. Es reicht ja schon, die ganzen Lügen dieser ganzen Welt. Und deswegen habe ich mir die ganzen Sachen angeguckt. Also ist auf den ganzen Filmen, die außerhalb von Zapruder laufen, ist dieser weiße Lieferwagen zu sehen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass eher diese Filme stimmen, als der Zapruder-Film. Ne? Du kannst dich aber auch in Ewigkeiten und ein Riesenleben damit beschäftigen. Ne? Und das will ich nicht. Also ihr seht nur, dieser Lieferwagen und Konsorten und so weiter, der steht genau da, wo er strategisch genau überblicken kann. Jetzt kommt der Präsident und alle gehen auf ihren Posten. Ne? Das ist genau dieselbe Geschichte wie in Texas Roebuck Depository oder Deltex Building. Ja, da kann man also wunderbar sagen, so, und jetzt alle Mann auf ihre Posten. Und wenn du das per Funk machst, dann kriegt das kein Außenstehender mit. Abgesehen davon, dass jeder verdächtig ist, der auf der Dealey Plaza rumkreucht und fleucht. Warum ist er das? Weil das Restricted Area gewesen ist. Da kommst du nur mit bestimmter ja, Vitamin B rein. Ne? Vitamin B heißt in dem Falle James W. oder Ike Altkins, ein Associated Press, also Knight of Malta, kontrollierter
ein Fotograf und so weiter, der eben zufällig angeblich diese Filme gemacht hat, diese Bilder gemacht hat, die ihr jetzt hier seht. Aitken 6 zum Beispiel seht ihr jetzt hier. Mit einer Kamera, mit einer Nikon, allerdings mit einem Teleobjektiv drauf. Das heißt, in dem Moment, wo er dann da einen Film schießt, und ich darf das sagen, ich habe früher mal gedacht, Fotograf zu werden, ich hatte eine ganz, ganz teure Kamera, als ich 18 war, ist der Mann also schon ziemlich weit weg. Ja? So, und das ist eben eine Nikon Nikoflex Kamera. Ja, das ist auch im Museum heutzutage, die kann man also dann auch besichtigen, wie alle möglichen Artefakte. Ja, so sieht das Ding aus, kommt jetzt sofort, da ist sie. Ja, da kann man also ein großes Zoom-Objektiv machen, sodass man also etwas weiter wegstehen muss. Das heißt, auf allen Bildern, die ihr seht von dem Herrn, wie heißt der, Ike Aitkens, da steht er ziemlich weit weg. Also ist nicht so, als wenn er direkt vor der Limousine steht, wenn er die Limousine jetzt irgendwie abfotografiert. Nee, nee, der steht da weiter weg. Ja? Ja? Das ist die Kamera, die er benutzt hat, aber die Linse, ein identisches Modell, ist es eben nicht. Also das ist eben nicht das, deswegen haben wir ja auch vorher dieses Bild gezeigt, ne, dass er eben eine etwas längere oder größere Teleobjektiv dabei hatte. Ich habe leider in der Kürze der Zeit nicht mehr herausfinden können, welche Brennweite der hat, aber egal. Und jetzt gucken wir uns einfach mal im etwas kleineren Bild, gucken wir uns nämlich jetzt genau an die Bilder Ike Aitkens 5 und 6. Jetzt guckt mal. Wir wissen, der benutzt ein Teleobjektiv. Geh mal davon aus, der hätte dieselbe Kamera benutzt. Ne? Nur mal als Beispiel. Ich denke auch, der hat viel mehr Bilder gemacht, aber das ist jetzt meine Idee. So. Und ihr seht an dem Begleitfahrzeug, dass das gerade die Kurve kratzt. Ne? Also gerade, wenn die Kurve fährt. Das heißt, hier sind wir also quasi noch nicht mehr auf der Mitte der Strecke zwischen hier der Main Street und der Elm Street. Also hier ist der Herr Aitkens und fotografiert dieses Bild. Das ist, wenn wir uns das jetzt angucken, auf dem Elm Street, gehen wir mal genau dahin. Gucken, ob der Google mich jetzt lädt. Das ist interessant, weil du hast komischerweise diese Straße in verschiedenen Zeiten aufgenommen. Ne? Manchmal ist hier eine Baustelle, manchmal nicht. Also auch Google spielt da nicht mit offenen Karten. Ne? Das ist super interessant. Also schon seltsam. Gut, also gehen wir davon aus. Hier seht ihr dieses Old Red. Ja? Hier kommt die Präsidentenlimousine rum und hier kratzt quasi der Secret Service gerade die Kurve. Das heißt, die Präsidentenlimousine ist hier. Das heißt, wo steht der Herr Aitkens? Ne? Wo steht der Herr Aitkens? Sieht so aus, als wenn er schon quasi fast aus der Fahrbahn steht. Er muss auf jeden Fall irgendwo hier stehen. Oder hier. Auf jeden Fall ungefähr hier. Okay? So, und da von hier aus könnte er jetzt also gerade noch die Limousine und so weiter. Also ich schätze mal ungefähr hier, weil er muss ja irgendwo den weißen Lieferwagen draufkriegen. Einverstanden? Seid ihr einverstanden? Okay, ihr seid einverstanden. Ja, Schweigen ist Zustimmung. Ja. Man hat oftmals das Mikrofon nicht schnell genug bei der Hand, aber wir sind einverstanden. Okay, gut. So, jetzt kommt das nächste Bild jetzt hier, Aitken 6. Ja? Bei Aitken 6 siehst du, da ist die ganze Szenerie drauf und du weißt, er hat ein Fotoapparat mit einem Teleobjektiv drauf. Ja, der kann ja nicht direkt vor die Straße latschen, wo ihr dann gleich die Motorradfahrer da zermalmen. Ne? Das geht ja nicht. Also muss er ja einen gewissen Sicherheitsabstand auch haben, abgesehen davon, dass es extremst seltsam ist, dass also plötzlich ein Fotograf auf die Straße latscht, wo ja gerade der Präsident der Vereinigten Staaten mal irgendwie dann halt da ja fährt, der auch zu dem Zeitpunkt schon in arge Bedrängnis ist. Ja, und jetzt kommt meine Denksportaufgabe. Guckt euch die Position an von Aitkens 5 und die Position von Aitkens 6. Was fällt euch denn auf? Hier ist die Position Aitkens 5. Von hier muss er fotografieren. Bitte? Darf ich? Ja. Auf dem Bild 5 steht er praktisch hinter den Fahrzeugen. Also er fotografiert ja den Rücken. Mhm. Und auf dem nächsten Bild steht er direkt vorne. Also er müsste ja dann praktisch auf die Elm Street gerannt sein und um das Bild dann davor zu schießen, während die Fahrzeuge am Fahren waren. Also das eine ist von hinten, das andere ist dann von vorne geschossen. Ja. Das frage ich mich schon die ganze Zeit, wieso die zwei Bilder Nummer 5 und Nummer 6 sein können, wo die doch abstandsmäßig von ihm so weit auseinander liegen. Einmal steht er am Anfang der Straße und einmal steht er dann vor den Autos. Der muss ja hingeführt sein wie Speedy Gonzales. Ja, und das ist genau der Beweis dafür. Dass entweder der Aitkens lügt oder aber die Zuschauer die recht Fotos haben. Nicht von ihm sind. Die Fotos nicht von ihm sind. Ne? Ja, oder aber, und jetzt kommt's ja, oder aber, dass eben genau der Beweis ist, dass die Augenzeugen recht haben, dass die Präsidentenlimousine eben genau diesen Turn, diese Kurve nicht geschafft hat.
Das ist nämlich der schlagende Beweis. Das heißt, von hier zu kommen, jetzt guck dir an, er kann ja nicht schlecht hinter der Limousine hinterherrennen. Ja, er muss ja diesen Bogen schlagen hier, da verliert er ja total viel Zeit. Das heißt, der kürzeste Weg, habe ich mir ausgesucht, ist erstmal hier runter, darunter und dann muss er ungefähr bis hier, darfst du ja nicht vergessen, Teleobjektiv, ja, und dann muss er ungefähr hier stehen, ja, ihr wisst ja selber, wo der Punkt... Das ist bei Grassy Knoll ungefähr. Ja, ja, steht. Ihr wisst ja selber, wo dieses X ist, wo der Kennedy zuletzt getroffen wurde, ja, und nochmal, der hat ja ein Teleobjektiv, ja, und jetzt überlegt mal, welche Distanz der jetzt hätte überwinden müssen zwischen dem Bild 5 hier, ja, und dem Bild 6 hier, wenn die Limousinen einen durchgefahren wäre, selbst wenn die nur mit 12 Meilen pro Stunde fährt um diese Kurve rum, ja, dann glaubt man nicht, dass der Ike Atkins das mit einer Kamera bewaffnet und so weiter geschafft hätte. Das ist nicht möglich. Das heißt, meiner Meinung nach, das ist eine Hypothese, zeigt man uns genau das nicht, deswegen haben wir auch den Schlüss hier drin in dem Tina Turner Film, um eben die Illusion einer ruckelfreien, störungsfreien Fahrt, genau wie im Zapruder-Movie, dann da halt einfach zu kaschieren. Und deswegen zeigt der Zapruder-Film extra schon diese Aktion nicht. Sie zeigt den Jesse Curry nicht, wie der aussteigt, den Polizeipräsidenten 33 Grad Hochfreimaurer. Und sie zeigt die Rangiererei, dieses Verfahren von Greer nicht. Und dieses falsche Fahren von Greer ist meiner Meinung nach absichtlich, um eben gewissen Menschen Zeit zu geben, um beispielsweise Fotos zu machen oder in Stellung zu gehen. Oder jetzt auch, wo wir davon ausgehen müssen, Kameras in Stellung zu bringen, sodass man ein wunderbares Bild hat. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ja, dass jetzt die Leute, die da hinter dem Mord stehen, mit einer 8mm Aufnahme von Aaron Zapruder irgendwo zufrieden wären. Hallo? Nein, das sind doch ganz andere Sachen im Spiel, bei so einer hochrangigen Verschwörung. Und deswegen habe ich gesagt, guck mal hier, Ike Atkins schlägt Usain Bolt. Überleg mal, der hätte auch die ungefähr 80 bis 100 Meter, die er hat, der hätte ja auch ungefähr so in 10 bis 12 Sekunden, habe ich mal ungefähr geschätzt und so weiter, hätte er auch zurücklegen können. Jetzt haben wir aber gesehen, der Ike Atkins, wer hier steht mit seiner Kamera, ne, der ist ja zum Rechten gemütlicher, ne? Der hat ja die Ruhe weg. Der ist nicht wie Usain Bolt, 2 Meter groß und schafft dann die 100 Meter in 9,58 mit Turnschuhen. Das schafft der Mann nicht. Also ist für mich wieder ein Beweis, dass genau die Informationen, die uns vorenthalten werden, ganz eklatant wichtig sind, um solche Fälle aufzuklären. Denn diese ganzen Widersprüche kannst du mir erstmal nicht erklären. Entweder sind die Fotos gefaked oder aber der Zeitframe stimmt nicht und die Filme sind sonst auch alle geschnitten. Deswegen habe ich gesagt, du musst gucken, was sie dir nicht zeigen. Und sie wollen es dir nicht zeigen. Das ist genau wie die Geschichte jetzt hier mit dieser Newman, glaube ich, Family ist das, die sich extra nochmal hingelegt hat, damit der Atkins und andere nochmal ein schönes Bild bekommen haben. Die war nämlich zum zweiten Mal lagen die hier für die Kamera. Ja, ich habe doch keine Lust, mich von denen veräppeln zu lassen. Tut mir leid. Also, wir werden nur veräppelt. Also die ganz validen Informationen, die wir eigentlich brauchen, die kriegen wir nicht. Wir kriegen nur Oswald 500 Mal durch irgendwelche Bäume schießend mit einem ollen Knarre. Das ist alles Blödsinn, ja. Das ist alles Quatsch. Ja, die Tina Turner steht genau hier und die hätte die ruckelfreie Fahrt aufnehmen können, die aber nicht ruckelfrei war. Und deswegen hat man garantiert Sachen zusammengeschnitten. Das gibt für mich keine andere valide Erklärung. Ja? Ich habe keine andere Erklärung, auch für den Hintergrund hier nicht. Also es ist alles meiner Meinung nach gefaked. Und man darf auch nicht vergessen, ihr habt so viele Artefakte überall drin. Das ist genau dieser Slide, der mir fehlte. Das müsste von Fetzer sein und das ist also sehr, sehr interessant. Aber nochmal, du siehst ja jetzt auch hier, von hier fotografieren bis hier komplett rüber und sich da hinstellen und dann ganz ruhig ein Bild zu schießen. Ey, das schaffst du nicht in 7-8 Sekunden. Geht einfach nicht. Nicht ein Herr Ike Atkins. Usain Bolt, weiß ich nicht, aber normaler Mensch ist nicht möglich. Ja? Also das heißt, wenn die Limousine hier normal gefahren wäre, wäre Bild Atkins 6 und 5 so nicht möglich gewesen. Ja, so interessant. Ach ja, hier gibt es so viele Sachen, das ist echt unfassbar. Da bist du nächstes Jahr noch mit beschäftigt. Problem ist, dass natürlich auch Leute wie Fetzer nur im Weltlichen unterwegs sein dürfen. Deswegen für ihn ganz klar ist, der Lansdale war das. Der hat das alles gemacht und deswegen wurde man halt einfach ein Kreuzfeuer und so weiter und so fort. Ne? Und also die ganzen anderen Schlüsse, die er zieht, finde ich nicht richtig, aber er macht sich wenigstens richtig Mühe. Ne? Also er hat sich stets bemüht. Ne? Also auf jeden Fall ist es sehr wichtig zu sehen,
dass also da Entfernungen und so weiter alle überhaupt nicht funktionieren und auch Sachen bis heute ja 99% der Leute nicht wissen können, dass der Greer sich verfahren hat. Ja, was eine blamable Situation für den Chauffeur des amerikanischen Präsidenten, oder? Abgesehen davon nochmal, dass diese Kurve nicht statthaft ist im Secret Service. Da dürfen die Kurven nicht mehr als, weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, 70, 80 oder 90 Grad sind, auf jeden Fall nicht 100 plus und so solch eine Kurve nicht, wo überall offene Fenster und Häuser stehen. Aber gut, das war halt in Dallas alles anders, ne? War alles anders. Er hat sich bemüht, hast du gerade gesagt, mhm. Wenn er die Arbeit da gemacht hat. Das stand bei mir im Zeugnis auch immer ein. aber zu dem Greer mal eben, von wegen Verfahren. Also wenn irgendwelche Leute das wirklich glauben sollten, dann kann ich da mal eben aus eigener Erfahrung sprechen. Und zwar eigene Erfahrung. Ich war selbst stellvertretender Bodyguard und Fahrer eines 3-Sterne-Generals in der NATO zu der Zeit. Und habe die Fahrten, die wir gemacht haben, oftmals Erkundungsfahrten gemacht. Das heißt, man fährt die Strecke vorher schon mal ab. Also das lag natürlich auch daran, wir hatten damals noch kein, Navigationssystem wie heute. Ne? Das gab es damals noch nicht. Wir hatten immer nur noch Karten und das hatten die ja damals in den 60er Jahren wohl auch. Aber wir sind die Dinge abgefahren. Wenn ich wusste, ich muss mit dem General da und dahin, dann bin ich die Strecke ein, zweimal vorher gefahren. Dass ich die Verkehrssituation kenne, dass ich die Straßen kenne und dass ich auch genau weiß, wo ich ihn genau absetzen muss. Das wird alles bis ins Detail geübt und vorher schon mal ausgefahren. Und wenn das bei so einem 3-Sterne-General gemacht wird, dann wird das sicher beim amerikanischen Präsidenten gemacht. Also, wenn euch jemand erzählt, der Greer hat sich verfahren, den könnt ihr nur auslachen. Also wirklich. Und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Ich habe so einen Job gehabt. Ich weiß, wovon ich spreche. Mhm. Das nochmal eben dazu. Ja, und es gibt ja auch hier Pilotcar. Also der ist sogar noch das Pilotauto vor dem Polizeichef. Also es sind zwei Autos vorgefahren, die natürlich nicht auf dem Zapruder-Film sehen darfst. Sie siehst auf anderen Filmen, aber nicht auf dem Zapruder-Film. Ein Zapruder-Film ist nur ja, für die breite Masse halt, ne? Das ist wirklich schlimm, ist das, ne? Aber wie gesagt, also ich kann jetzt nur auszugsweise jetzt hier mal gucken, wo jetzt hier auch irgendetwas Wertvolles ist für uns. Ich will mich jetzt nicht komplett über andere jetzt hier definieren, aber ich stimme ihm zu, wenn er sagt, das ist eben eine der möglichen Mobilkommando-Kommunikationszentren, ne? Da hast du den Überblick. Nur du sitzt erhöht, ja, und du hast einen Überblick zu mindestens zwei Seiten. Also die ganze Sache ist meiner Meinung nach elektronisch gemacht worden. Wir reden von 1963, nicht vom Mittelalter. Ne? Alles was andere ist, was hier irgendwelche Anschläger sein können von unter Abwasserschächten und aus Brücken und aus Hügeln und so weiter und so fort, nochmal, das kann man alles glauben, ich tue das nicht. Ja, ich sage nur, das ist alles so kontrolliert gewesen, dass man eben auch Ablenkungsorganisationen und Ablenkungsschüsse alles da halt machen können. Ne? Und Lyndon B. Johnson war ja eben ganz auch mit seinem Funkgerät dabei. Wissen wir ja. Ne? Von daher, also Jack Ruby ist eventuell auch darauf zu sehen, aber wie gesagt, das ist jetzt alles nicht mein Thema. Ne? Mein Thema ist, ich will jetzt gar nicht so hundertprozentig da rein, weil wir sind ja nie fertig. Mein Thema ist, die Geheimnisse liegen immer innerhalb der Limousine. Ne? Das ist der Tatort und sonst nichts anderes. Ne? Das ist sonst nichts anderes. So, und angeblich hatte ich ja noch vorher noch einen Secret Service Agent warnen wollen, Agent Robertson, aber wir können das nicht beweisen, ob da jetzt wirklich ein SS Secret Service Agent gewesen ist, weil es das sind alles so dunkle Bilder. Tja, angeblich ist er dann fortgeschafft worden, man weiß es nicht, also man kann da nichts behaupten oder man kann da nichts bestätigen. Ne? Aber auf jeden Fall, das ist das Thema. Wir werden auch gleich wieder zu Herrn Ike Atkins kommen, ganz versprochen, ne? Aber das ist eben genau das Thema. Ne? Ach, das ist Zapruder, Hoaxe und so weiter und so fort. Also nochmal, ne? Also das ist die Geschichte dabei, guckt ihr den Einschlag an und so weiter, das kann eigentlich nicht funktionieren. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nicht meine weitere Untersuchung, das ist auch nicht der Hauptmensch, der dahinter steht, das ist einer der Controller, der dahinter steht, aber wie gesagt, alles andere gucken wir uns jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive an, nämlich aus meiner. Ne? Wenn ihr dann seht, dass eben genau diese Geschichten immer darauf hinzulaufen, nach dem Motto, ja gut, du musst nur eine Dokumentation gucken, die sagt immer die Wahrheit, nee, die plappert nur nach. Ne? Es war ein Hochgeschwindigkeits- oder ein starkes Gewehr, denn es hatte ein Zielfernrohr drauf, das in der Relation zu dem Gewehrgröße eben ganz riesig aussah. Ne? Und was steht in der Autopsieurkunde von dem Herrn John Fitzgerald Kennedy drin? Multiple gunshots wound, also mehrere Schüsse, ja, in the head und so weiter. Und dann hier, shot by a high-powered rifle. Fand ich interessant.
Interessant. Ja, also, ja, shot by a high-powered rifle. Ihr könnt auch solche ganzen Sachen faken, wenn ihr ein Government spielt, ne? Und das ist erst ein paar Tage später, ne? Januar 1964. Da gibt es eine ganze Menge Druck, die man da aufbauen kann, damit irgendjemand sagt, okay, gib mir mal eine Schreibmaschine, gib mir ein neues Blatt Papier und ich tippe dir das anders ab, ne? Gar kein Problem, du darfst nichts und niemandem glauben. Also, der Zapruder Gap 132, 133 hat mehrere Funktionen. Vorzutäuschen, die Limousine wäre ganz normal gefahren, was nicht stimmt. Eben nicht zu zeigen, dass der Jesse Curry nochmal alles abgecheckt hat vorher. Und eben das Pilotfahrzeug auch nicht zu zeigen. Also, da sind so viele Sachen passiert dazwischen, dass ich weiß nicht, wie viele Sekunden da fehlen, aber ich würde mal sagen, Minimum 30, wenn nicht, ach, wenn nicht noch mehr. Überlegt mal, wie viele Frames das sind. Multipliziert das mal eben mit 18. Das heißt, was in der Zwischenzeit passiert ist, zwischen dem Frame 132 und 133, ist höchstwahrscheinlich länger als der ganze Zapruder-Film. Es gibt also keine zufälligen Manöver, habe ich hier auch geschrieben, also das Ende der Zufälle hier, ja, und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der nächste Geschichte, jetzt hier bei Zapruder Break oder Frame 150. Da öffnet sich nämlich jetzt genau diese Tür des Mercury, und zwar vermutlich so, wie man hier sieht, zu beiden Seiten. Sehr interessant, ne? Und der Hauptgrund oder die Hauptwahrscheinlichkeit, die jetzt da besteht, ist, dass eben da sich etwas öffnet, weil man unter Umständen dann da etwas machen möchte, um die Aufmerksamkeit der Menschen vom Präsidenten weg und woanders abzulenken. Nämlich irgendwo muss ja irgendjemand sein, der jetzt hier Ablenkungsschüsse macht. Unter Umständen, ich sage nur unter Umständen, ist das Auto hier eine Ablenkung, damit man meint, die Schüsse kämen aus dem Auto. Aber in jedem Fall ist das interessant, denn es ist ein Mercury. Ein Mercury. Ein Mercury ist der Herrscher von den Zwillingen und der Jungfrau. Er hat eine Umlaufzahl von 88 Tagen, ist der schnellste Planet und deswegen ist er der Merkur und deswegen ist er eigentlich für Kommunikation zuständig, was sehr interessant ist, weil gemäß der Kabbala, dem Baum des Lebens sozusagen, weil wir schon mal die Elm Street da eingezeichnet haben, steht nämlich dann das Texas Schoolbook Depositorium ja als Lehranstalt oder Lehrbuch. Anstalt für Merkur, weil Merkur steht für Kommunikation. Also schon sehr interessant. Wie gesagt, ihr werdet nie so denken wie ich wahrscheinlich, aber sehr interessant, dass also genau zu dem Zeitpunkt, wo Kabbala-mäßig jetzt hier der Wagen an Mercury vorbeifährt, also an dem Texas Schoolbook Depository, das ist hier Deltex und so, also da passiert Folgendes, ne? Da kommt also jetzt ein weißer Mercury, der Wagen, der hier in der ganzen Kolonne die Aktion macht. Und das ist jetzt hier nur ein Ausschnitt aus Ortgens 6. Und ich kann ja echt nicht sagen, ob das jetzt hier eine Verkleidung ist oder was es eine Attrappe ist oder ob uns jemand hier verarschen will. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, hier saßen überall Leute drin, die bewaffnet waren. Hier geht es nicht um Bodyguards, hier geht es nicht um hochrangige Polizisten, hochrangige Politiker. Du kannst also davon ausgehen, dass die alle bewaffnet sind. Ne? Also, Mercury, fand ich interessant. Kommt auch bald nochmal. Im Nordischen übrigens, ne, heißt nämlich eben der Trickster, also der Täuschergott Loki. Wenn da jetzt vielleicht mal denkt. So wie die Frau von Helmut Schmidt. Richtig, genau. Deswegen habe ich immer schon gesagt, warum da keiner drauf kommt. Das war ihr Spitzname, die hieß nicht so, ne? Nee, die hieß Hannelore, ne? Ja. Also wenn man seine Frau schon danach nach einem, naja, nach einem anderen Namen von Satan nennt, ne? Ohne der Frau was zu wollen, ne? Aber das war ein Spitzname, ne? Ich würde mich verwehren gegen den Spitznamen. Aber was weiß ich schon, ne? Und deswegen, also alles, was mit Merkur zu tun hat, hat mit Alchemie zu tun, mit Trickserei, mit Kommunikation zwischen Gott und den Menschen. Also ist schon sehr interessant, dass das ein Mercury war. Und ihr glaubt, das ist ein Zufall, da kommen noch viel mehr Zufälle bald. Ne? Aber wenn man da jetzt eine spirituelle Sitzung draus machen wollen, sozusagen, wenn ich in alle Hintergründe reingehe und so weiter, das werde ich erst viel später machen können, wenn ich das überhaupt will, weil das wird unglaublich aufwendig. So, Zapruder-Film 161. Das berühmte Croft-Bild, 8 Sekunden ungefähr vor, also 8 Sekunden nach der offiziellen Zapruder-Chronologie, die nicht stimmen kann, ja, bis zum tödlichen Schuss auf Kennedy. Wir sehen, die Stimmung ist absolut beschissen wie bei einer Beerdigung. So, und was sehen wir jetzt noch? Na, wir sehen jetzt das, was wir alle schon gesagt haben. Das sieht also aus, wie irgendwie alle haben schlechte Laune. Plötzlich, keiner winkt mehr, außer Kennedy ist noch gut drauf, das aber nicht mehr allzu lange. Und jetzt kommt es nämlich richtig dicke.
In diesem Link hier habe ich gefunden, according to the book, Matrix for Assassination, the JFK Conspiracy, Croft, also hier, der Initiator dieses Bildes, pass auf, was da steht, ja, took a fourth photo at the scene. Also nochmal, gemäß dem Buch Matrix des Anschlages, die JFK-Verschwörung, hat Herr Croft ein viertes Foto auf dieser Szenerie gemacht. Er glaubt, dass es genau an dem exakten Moment aufgenommen war, als eben der Kopfschuss Kennedy getroffen hat. Sagt das Buch. Kann ich nicht beweisen. Aber jetzt kommt etwas, was irgendwie so ein wiederkehrendes Thema ist. Guck mal hier. Ja? Aber als er seine Bilder zurückbekommen hat vom FBI und so weiter, war eben dieser Abzug komplett blank. Weiß. Nicht belichtet. Und das FBI hatte ihm angeblich gesagt, dass seine Kamera irgendeine Fehlfunktion gehabt hätte. Ne? Kommt mir bekannt vor, oder? Ist immer so. Also es gibt garantiert viel mehr Bilder, aber wir haben keinen Zugriff drauf. Egal, ob die Geschichte jetzt hier stimmt oder nicht, aber es gibt ganz viele Bilder, die eben keiner mehr zurückbekommen hat. Das FBI sammelt alles ein. Denkt mal an September 2001. Denkt mal an das Pentagon. Hm? Ja. Gemäß diesem Buch von dem Herrn Trust, Croft glaubt, dass eben sein letztes Bild eben simultan gewesen ist mit dem Schuss, der eben der Präsidenten umgebracht hat. Das ist also kein Zweifel, dass es eben Frame Nummer 19 war, dass es komplett blank ist, also komplett unbelichtet ist. Ja. Und das war vermutlich durch irgendeine Fehlfunktion von seinem Kamera oder durch irgendeinen anderen Fehler. Ne? Beispielsweise man nimmt den Film und hält ihn gegen Licht. Hast du gerade Nummer 19 gesagt, Michael? Ja, ja. Ja, die Nummer der Sonne. Ne? Ja, war schon interessant. Wie gesagt, Croft ist jetzt hier nur mal ein Beispiel von ganz vielen Sachen, die eben dann verschwinden halt. Ne? Ne? Ja. Das ist alles, wird alles eingesammelt und dann halt manipuliert oder wie auch immer. Robert Croft hat gesagt, er hat keine Ahnung, was mit den Fotos passiert ist. Ja klar, der ist ja auch kein Insider anscheinend. Ne? Und ja, so sieht das aus. Ne? Und auch in anderen Fotos ist es komisch. Also zwei Männer normalerweise, die jetzt zu sehen sind. Normalerweise müssten da drei Männer stehen, unter anderem der Hausmeister und so. Aber ja, schon interessant, dass also irgendwelche vielen Sachen da nicht drauf sind. Ne? Das ist angeblich das letzte Foto. Ich habe nicht genau im Kopf. Ich meine, das wäre zwischen 119 und 98 Frame gewesen. Aber nur damit ihr jetzt hier seht. Ne? Ihr seht jetzt auch Folgendes. Hier steht hier ein Stemmons Sign. Das ist das Schild, wo der JFK dann drunter verschwindet. Und dann nachher auftaucht, weil er die Hände hochgerissen hat. Und ich habe da nochmal ein R.L. Thornton-Schild oder sowas, ja, was also auch auf den vielen Bildern und vielen Filmen überhaupt nicht rauskommt. Also hier stehen mehrere Schilder. Ja, ist auch ganz wichtig zu wissen. Hier habt ihr den Herrn Zapruder und ja, seine sogenannte Sekretärin oder wie auch immer das ist. Eventuell sind ja auch noch mehr Leute, die sich aber nicht zu erkennen geben oder die halt gar nicht auf dem Film drauf sind. Ne? Man weiß es nicht, ne? Wie gesagt, glaub keinen Bildern. Ne? Überleg nur halt einfach, warum sie dir gewisse Dinge 100 Mal zeigen und manche gar nicht. Ne? Wie beispielsweise den Verfahrer von dem Herrn Greer. Das ist ungefähr 7 Sekunden vor dem tödlichen Schuss. Wie auch nur dann zustande kommen, 7 Sekunden. Naja gut, wenn das Fahrzeug nicht allzu schnell unterwegs ist. Ne? So mal kleiner Hinweis. Ne? Genau. So. Position Clint Hill ist hier. Steht noch mit beiden Beinen fest auf dem Boden, zumindest der Limousine. Ne? Ja, dann JFK ist jetzt hier im Norden angelangt. Ne? Wir sind ja auf der Elm Street, Straße des Todes, ganz klar. Ne? Und die Zuschauer stehen jetzt hier auf dem rechten Bürgersteig, die du aber nicht sehen darfst. Aha, im Zapruder-Film, der ja hier steht. Ne? Hätte also nur ein bisschen weiter unten filmen müssen oder die Kamera runterziehen müssen, beziehungsweise man hätte den ganzen Film vielleicht mal entwickeln sollen oder den Leuten zeigen sollen. Meiner Meinung nach ist der Filmausschnitt nämlich beschnitten. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Denn die Leute, die hier stehen, unter anderem die Leute, die da stehen, die siehst du ja gar nicht. Und das hat doch einen gewissen Grund, der ist mir aufgefallen bei. Na, gehen wir mal weiter. Jetzt kommt natürlich jetzt hier der berühmte Umbrella Man, der mindestens 3 Funktionen haben könnte. Ja, die Blickrichtung ist auf Jacqueline, Moment, Entschuldigung, Französisch, Jacqueline Kennedy zum Beispiel. Die Blickrichtung ist aber auch zur Präsidentenlimousine als solches. Und dieses Wedeln mit dem Schirm hat natürlich jetzt nichts mit der Appeasement-Politik von Chamberlain zu tun, die offizielle Variante, sondern die erste inoffizielle Variante ist, um allen möglichen Schützen das Zeichen zu geben, der Kerl lebt noch. Ja klar, die anderen Schützen, wenn das wirklich ein Signal wäre, ja, muss man logisch denken, die anderen Schützen haben ein Zielfernrohr, die sehen genau, ob der lebt oder nicht.
Es kann doch überhaupt nicht logisch sein, dass man jemanden mit einem Regenschirm braucht, um irgendeinen Schützen zu sagen, pass mal auf, der lebt noch, du musst ihn jetzt mal erledigen mit einem Kopfschuss. Ja, da muss man doch selber einen solchen haben, oder? Da muss man doch selber einen solchen haben, wenn man glaubt, dass der also irgendwelche Schützen und so weiter. Die Schützen haben das Ziel im Visier, können nicht noch gleichzeitig mit dem zweiten Auge auf einen Umbrella-Man gucken. Ansonsten müsste jeder Schütze dann auch noch einen Vertrauensmann haben, der neben ihm ist und sagt, jetzt wird der Regenschirm. Meine Güte, das kann man doch nicht ernsthaft glauben, oder? So, also die erste Ablenkungsorganisation ist, der Mann ist für die ganzen Schützen zuständig. Ich glaube da nichts von. Die zweite Geschichte, die ich mal gesagt habe, ist, wenn du überlegst, die Frau hat gerade ihr 2 Tage altes Kind verloren und Schwacht steht halt für tot und Umbrella steht beispielsweise auch für Gebärmutter und so weiter, dann kann das irgendein Trigger für sie sein. Will ich mich aber auch nicht drauf festlegen. Es hat aber auch noch einen dritten Hintergrund, wo ich noch gar nicht drauf gekommen bin. Beziehungsweise, den ich zwar schon mal angerissen habe, aber mich bis jetzt noch gar keiner dazu gefragt hatte, warum denn da in meinem Skript irgendetwas steht, was ich noch gar nicht erklärt habe. Okay, geht mal weiter. Der Umbrella-Man, von der anderen Seite jetzt mal, ne? Also der guckt jetzt hier quasi zur Limousine, logischerweise, das ist ja auch der Fokus, und der Mann reißt jetzt hier den Arm und hat dem Motto, ja, jetzt geht los, ne? Okay. Klar, aber wofür soll der denn sein? Weil der Greer muss sich jetzt hier an die Streifen auf der Fahrbahn orientieren. Also er kann ja nur letzten Endes, sind die beiden jetzt hier irgendwelche Ablenkung, weil nochmal, alle anderen, die wirklich involviert sind, sind über Funk verbunden. Die brauchen sowas nicht. Das ist hier meiner Meinung nach die komplette Ablenkung für die Masse. Sei denn, jemand war sehr trickreich und ist auf eine andere Idee gekommen, um wirklich den riesen Mordspaß zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Weil die wichtigen Sachen, die jetzt hier passieren auf der Seite, die uns der Bruder vorenthält, die sehen wir nicht. Beispielsweise in Emmett Hudson, den Hausmeister, der steht auf der Treppe da. Viele Sachen hier an der Elm Street passieren, die keinen sinnvollen Hintergrund haben, es sei denn, sie dienen der Ablenkung, damit die Masse eine Verschwörungstheorie hat, diese dann frönen kann, ja, damit die dann wirklich sagen, ich weiß jetzt ganz genau, wie es passiert ist und so weiter. Und man kann die Leute dann immer schön von der wirklichen Hergehensweise dann halt ablenken. Ne? Also das, was ihr alles seht, ja, das ist eben komplett das, was ihr sehen sollt. Ne? So, das ist auch nicht besonders interessant. Ich weiß auch nicht, warum ich es angeklebt habe. Ich mache mal selber weiter. So, ich sage ganz einfach, viele Sachen, die gemacht sind, können nicht stimmen. Ja, zum einen der unmögliche Schusswinkel, weil Kennedy beugt sich ja nicht vor, weil er jetzt irgendwie getroffen ist bei dem Schuss, der angeblich durch seine Kehle geht, ja, sondern seine Arme gehen ja nach oben. Er bleibt ja aufrecht, weil er ein Korsett trägt, ja, nur dennoch, damit die Kugel ihn treffen kann, ja, damit die Kugel ihn treffen kann, muss die Kugel dann, so sie von vorne käme, weil wir müssen ja irgendwann mal diese Windschutzscheibe abfrühstücken, ja, muss diese Windschutzscheibe ja dann irgendwo mal die Schussbahn zeigen, die dann mitten durchs Auto geht. Da kommen wir auch bald zu. So, was überhaupt nicht stimmen kann, ist die beinahe Unversehrtheit der magischen Kugel, die es nicht gibt, CE-399. Das hat aber ganz interessante Hintergründe, kommen wir bald zu. Dann haben wir fehlende jegliche Spuren von Gewebe, Blutspuren und Textilfasern auf dieser unglaublich gut erhaltenen Kugel, das ja auch nicht geht. So, dann haben wir verschiedene Ein- und Austrittswunden, das geht auch nicht. Magische Kugel, alles Blödsinn. Ja, dann haben wir Nichtvorladen von Zeugen, das ist klar. Ne? Die Leute, die nicht gehört werden sollen, die werden auch nicht gehört. Ja, und es gibt halt verschiedene Aussagen, dass eben diese Kugel da eben auch nichts erreicht haben könnte. Zumindest nicht das, was die Warren Commission ihr dazu dichtet, ne? So, okay. Also, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, das war nicht meine Ausführung, sondern John Simkin und so weiter hat hier einiges dazu gemacht. Ich hoffe, ich habe ihm jetzt recht getan. Und wo ihr die ganze Geschichte mit Kennedy in den Müll schmeißen könnt, die offizielle Theorie ist ganz simpel. Die sogenannte magische Kugel und so weiter und so fort kann niemals der Auslöser gewesen sein. Das ist ein Fake. Ja, weil es zu viel Kugelfragmentteile gibt in Connollys Handgelenk, zumindest according, also gemäß dem Röntgenbild. Ich kann nicht auf der einen Seite eine völlig unbeschädigte Kugel haben und auf der anderen Seite Material dieser Kugel im Handgelenk. Das heißt, da ist ein logischer Bruch, den du auch nicht mehr kitten kannst. Ja? Entweder die Kugel ist fake oder die Wunde ist fake. In jedem Falle aber ist dieser Anschlag und auch die Warren Commission Erklärung ein Fake. Ganz simpel. Es ist wirklich ganz simpel. Ja? Wie simpel wollt ihr es denn eigentlich noch haben? Das ist simpel.
Das funktioniert nicht. Ja? So, und deswegen, diese Kugel, die da eben nicht magisch ist, die ist gar nicht so gewesen, wie sie uns gesagt hat, sondern vermutlich ist es gar keine Kugel gewesen, denn man hätte ja dann wieder das Problem gehabt, dass man alle möglichen anderen Menschen im Auto hätten vernetzen können, durch Splitter, durch die Kugel selber und so weiter und so fort. Also es ist anders gemacht worden. Der Mensch hier, Jaco Cooper Kennedy in JFK Killer Queen, sagt ja, das wäre jetzt irgendwie so eine spezielle Betäubungsgeschichte gewesen. Wir werden bald darauf kommen, wo er dann den Kopf schütteln werdet und sagt, Moment mal, ich habe da was gefunden. Ja? Aber noch im Augenblick müsst ihr das leider hier stehen lassen. Das kommt auf Seite 15 aus dem PDF, wo wir mal vor ein paar Stunden oder ein paar Wochen eigentlich drüber geredet haben. Ne? So, jetzt sind wir schon bei Frame 225, wo Leute sagen, klar, das ist eine magische Kugel. Ich komme noch speziell auf die Kugel später zu sprechen, aber im Augenblick wirklich nur, damit man sieht, pass mal auf, hier sind die ganzen Probleme, ja, die man jetzt auch schon im Weltlichen sehen kann. Ja, über die ganzen spirituellen oder kirchlichen Geschichten will ich wirklich später noch kommen, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Gut, so Umbrella Man, also wie gesagt, der hat noch ganz andere Funktionen. Jetzt sind wir schon bei 228 ungefähr und wir sehen diese magische Kugel, die macht so komische Wege, das kann alles gar nicht sein. Selbst wenn die versetzt sitzen, ja, so viele Wunden hintereinander und die Kugel kommt unversehrt raus, ist einfach Bullshit. Das ist einfach Blödsinn, ist noch nie passiert, bei keinem Polizisten, Jäger, Soldaten, nirgendwo. Also ist alles Blödsinn, damit verarscht man euch. Daran seht ihr aber auch, dass ihr von den Regierungen verarscht werdet, ne? Weil es gibt ja auch keine Regierung auf der ganzen Welt, die das mal angezweifelt hätte, ne? Jeder gehorcht an den Amerikanern irgendwo. Ne? Also das kann nicht sein, das funktioniert nicht. Ja, es gibt also auch verschiedene Experten sozusagen, die gesagt haben, nee, also das kann es gar nicht sein. Abgesehen davon, denkt mal an den Jack Wright, der gesagt hat, einmal hat das Ding 6 Züge, einmal 4, ne? Ach, faszinierend, faszinierend. Also das ist alles Märchen für Erwachsene, ne? Das ist alles Märchen für Erwachsene. Ne? Nochmal, diese ganze Magie hat natürlich auch etwas mit zu tun, mit Satanismus. Ja, und das ist die magische Bullet oder Single Bullet. Der Herr Spector, der in der Kommission da gewesen ist, der da Interviews gemacht hat, der hat gesagt, das ist eine Single Bullet und nachher haben die Leute Magic draus gemacht. Also Magic steht nicht im Warren Commission Report. Ne? Aber nochmal, selbst hier stimmt der Winkel nicht. Ne? Abgesehen davon kann der Herr Connolly sein, wie er will, ja, aber der Connolly schafft das auch nicht, so zu agieren und, also wer das glaubt mit der magischen Kugel, da habe ich ein schönes Beispiel. Die magische Blödsinnskugel ist also wirklich eine absolute Blödsinnskugel, die niemand glauben kann, der recht bei Verstand ist. Ne? Aber da kommen wir bald zu, ihr werdet euren Augen nicht trauen. Ne? Nochmal, es geht darum, um in dem Ritual, um einen Strike, also einen Schlag oder wie auch immer, an die Kehle zu setzen. Wir reden hier von Freimaurern, ne? Den Sitz der Freiheit der Sprache. Und das ist eben auch eine tödliche Wunde. Kann ja auch sein, klar. Wenn du nicht medizinisch versorgt wirst, ist das natürlich eine tödliche Wunde, ne? Und deswegen hat der Kennedy natürlich große Sprüche gehabt, die meistens für ihn geschrieben worden sind. Er hat gesagt, ich glaube in Amerika, wo eben die Trennung von Kirche und Staat absolut ist. Ja, und es gibt einen auf der Welt, der sagt, nur ich bin absolut oder meine Meinung ist absolut, das ist der Papst in Rom. Ja, ich habe Datenmüll auch gefunden, aber auch wenn ich mich mit JFK befasse, finde ich auch unglaublich viel Datenmüll. So. Ja, und deswegen ist die Wahrheit, die eben die Katholiken verkünden, eben immer relativ und nicht absolut. Ne? Selbst wenn die unter Eid reden. Also die kennen nicht die absolute Wahrheit. Ne? Ja, das ist schon so interessant. Ne? Ja, ja. Der Kennedy, der immer gesagt hat, Mann, also ich bin gar nicht der katholische Kandidat für Präsident. Gackigerweise hat ihm die Rede auch noch ein Jesuit geschrieben. Mann. Konnten die sich da vorstellen, dass der nachher seine Rede wahr macht? Ich glaube, das haben die gar nicht verstanden. Ich glaube, das haben die nicht fassen können. Ich glaube, die waren außer sich nach dem Motto, jetzt haben wir dem alles gemacht, dem Jungen, ne? Jetzt haben wir dem die Reden geschrieben, jetzt haben wir dem alles gebracht und jetzt haben wir das die Wahl gewinnen lassen und so weiter. Was macht er jetzt? Ja, er tritt uns in den Arsch. Ja, ja. Ne? Second shot, the magic bullet. Leute, ihr wollt das nicht glauben, ihr könnt das auch nicht glauben, das ist völliger Quatsch. Ja, das ist Freimaurermagie. Ja, oder Magie hier, so wie Stan Laurel mit seinem Feuerzeugdaumen. Ne? Vielleicht spiele ich ihn jetzt hier nochmal ein. Ein bisschen auflockern. Thank you.
Woran es nämlich hakt, ist, dass der Connolly so einen Hang hat zu seinem Hut. Ohne den fühlt er sich anscheinend irgendwie nackt. Deswegen hält er den immer fest, selbst wenn er den nicht aufhat. Das Problem ist, er hält ihn auch fest, nachdem er angeblich getroffen ist. Im Handgelenk. Im selbigen Handgelenk im Übrigen auch. Also das kann nicht sein. Ne? Das ist also völliger Blödsinn. Abgesehen davon ist der Mann auch echt unhöflich. Weil in dem Moment, wo jetzt er aufsteht und eine Dame, die erste Dame des ganzen Staates dann betritt, sagt er, hey, der willst du mal seinen Hut abnehmen können, oder? Nein, der ist der Herr Connolly. Oder nimmt er den vielleicht ab und ich tue ihm Unrecht? Ja? Naja, aber auf jeden Fall, der Mann hat eine Hut-Ding. So, und das ist jetzt hier eben angeblich der Röntgenbild hier von dem Herrn Connolly. Ne? Und da sind angeblich dann Fragmente drin und so weiter. Ja, die fehlen aber an der unversehrten Kugel. Ne? Und er hält also nach wie vor an seinem Hut fest. Ne? Muss sich ja irgendetwas haben, wo er sich festhalten kann. Leute, wer das alles glaubt, wer dann glaubt, der hätte auch noch irgendwelche anderen Wunden gehabt und der guckt jetzt hier so leidend ins Objektiv. Ja, der ist nach ein paar Tagen wieder rausgekommen, aber gut. Ne? Ihm ist gar nicht aufgefallen, sagt der Groen übrigens, dass er verwundet war. Ne? Er stand wohl unter Schock. Klar, weißt du, wenn irgendjemand so eine Kugel in dein Handgelenk jagt, das fällt dir gar nicht auf. Ne? Weil du gleichzeitig natürlich auch einen Brusttreffer hast. Oh. Au, 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 wenn das alles glaubt, ne, also der muss wirklich gutgläubig sein. Da habe ich fast gedacht, Mensch, also vielleicht haben sie sich auch verschrieben bei dem Namen von dem Regisseur von Alles ist der Trick eines reichen Mannes. Vielleicht heißt er ja wirklich Connolly, aber heißt er jetzt Connolly. Ich fand das schon ein bisschen seltsam, wo kommt der Mann her? Naja, gut. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Er war immer gegen den Herrn Kennedy gewesen. Er hat gesagt, Mensch, also der ist überhaupt nicht fähig, Präsident zu sein. Der hat doch Edison und der ist auf Cortison und so weiter und so fort. Und naja, er hat dann, war dann Secretary of the Navy und dann hat sich dann nachher dann doch aufstellen lassen für Texas und ist ja dann zum Zeitpunkt des Anschlages texanischer Gouverneur geworden. Ne? Übrigens bester Freund von Lyndon B. Johnson, ne? Klar. Da wollen wir jetzt gar nicht rein, wir wollen uns jetzt nur mal gucken, was hier ist. Ne? Der Groden sagt hier, nee, also das hat hier seine Sinne verwirrt, ne? Ja? Hat einen Aussetzer, ne? Also er konnte sich wahrscheinlich dann auch nichts erinnern, ne? War, in dem Moment war der total gescholzt, ne, der Herr Connolly. Naja, auf jeden Fall ist schon interessant, was da alles passiert und was uns alles erklärt wird, was alles überhaupt komplett falsch sein muss, weil der Schuss kann gar nicht von hinten gekommen sein und der Schuss ist auch nicht da gekommen, wo die Verschwörungsmenschen meinen, dass er hergekommen ist, ne? So, also nochmal, Ausgangsposition ist, Kennedy hat nur ein paar Sekunden zu leben und alles Mögliche ist um ihn herum. Und er muss ja zu diesem Zeitpunkt schon quasi, wenn er jetzt gleich auftaucht hinter dem Schild, die sogenannte magische Kugel empfangen haben. Pass auf, was jetzt passiert, ne? Nochmal, ich habe gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, um diesen Regenschirm zu deuten. Jetzt habt ihr mal eine Möglichkeit, glaube ich, wo noch keiner dran gedacht hat und wo die Leute sagen würden, jetzt dreht er völlig ab. Und zwar folgendes. Ars Magna Lucis et Ambrae, The Great Art of Light and Shadow, ist ein 1646er Werk des Jesuitenlehrers Athanasius Kircher. Das ist hier ein Buch sozusagen, was unter anderem die magische Laterne beinhaltet. Die 1671er Ausführung beinhaltet die magische Laterne. Nochmal, das Ding heißt Ars Magna Lucis et Ambrae. Luzi, wie Lucifer, Licht und Schatten. Schatten ist immer die Abwesenheit von Licht und damit natürlich auch zwingend negativ. Das heißt, wenn also jetzt irgendjemand einen jesuitischen Zusammenhang bei diesem Anschlag von Kennedy vermutet, dann würde ich sagen, unterschätzt einfach nicht, was dieser blöde, dämliche Regenschirm alles bedeuten kann. Ich sage ja nicht, dass er das tut. Nur grundsätzlich arbeiten die Menschen und solche Leute auf verschiedensten Ebenen. Das, was für den Exoteriker völlig klar und einleuchtend klingt, ist nicht unbedingt das, was es ist. Also das ist eine Möglichkeit, um da wirklich hinzukommen und zu sagen, guck mal hier, die Jesuiten sind die Erfinder des Films, die große Kunst von Licht und Schatten und natürlich auch die große Kunst, Sachen zu zeigen und Sachen wegzulassen oder Sachen verschwinden zu lassen. Ja, im Schatten siehst du ja nichts mehr. Ne? Denk mal an den Schatten in dem Zapruder-Frame 001, 002. Da siehst du den weißen Lieferwagen nicht. Das ist die große Kunst von Licht und Schatten. Und zwar von niemand anders als Athanasius Kircher. Da reden wir jetzt hier über die magische Laterne beziehungsweise den Vorläufer der Filmkamera. Also ist nur eine Idee. Und wenn er glaubt, das ist abwegig, weil Ambre heißt doch jetzt Regenschirm, wieso heißt das jetzt Shadow? Ja, Umbrella heißt, hat doch nichts mit Ambre zu tun. Boah, dann gucken wir mal weiter, ne?
Umbrella, sagt die Etymologie, ja, kommt von Spätlatein umbrella und geändert durch Einfluss von Umbra von lateinisch umbella und Diminutiv von Umbra, ja, Shade, Shadow. Aha, Shade, Shadow. Guck mal, sind wir dann doch wieder beim Shadow. Ne? Und der Regenschirm bietet ja nicht nur Schutz, sondern auch, na, Schatten. Es gibt ja auch einen Sonnenschirm. Ne? Dass das Ding Regenschirm genannt wird, ist ja jetzt nur, weil der vielleicht nicht so klein ist. Ja, wäre das Ding größer, könnte ja auch ein Sonnenschirm sein. Also von daher ist nicht jetzt unbedeutend hier, dass man jetzt dann sagt, Moment, das könnte jetzt dieselbe Idee sein oder dieselbe Ursprung sein, wie eben jetzt hier das Umbrella oder wie Schatten. Ne? Ein Sonnenschatten im Mediterranen. Usually as an Oriental African symbol of dignity. So schwer ist das gar nicht, man muss ja eben drauf Würde. Kommen. Ja, aha. Würde, deswegen sage ich Ehre. In der Hinrichtung. Ja, ja. Er hat sein, he has held his dignity, also was auch immer passiert, er hat seine Würde bewahrt, ne? Seine Ruhe bewahrt. Hier im übertragenen Sinne Autorität und einende Qualität, ja, von 1948. Nochmal, The Great Art of Light and Shadow. Ja, das ist die Geschichte von Film. Ja, Jesuiten als Erfinder des Films. Oder, wenn ihr wollt, als Erfinder auch des Kinos, des großen Films für die Massen, durch den Herrn Kino, auch Jesuit. Naja. Also, deswegen, ein Mann hält einen Umbrella sehr nah an JFK, als er umgebracht worden ist. Das stimmt nicht. Der ist an dem Umbrella-Man vorbeigefahren, nachdem er angeblich den ersten Schuss in die Kehle bekommen hat, wovon ich immer noch nicht immer überzeugt bin, dass es ein Schuss gewesen ist. Also, das ist auch wieder falsch. Oh Mann. Und dass hier etwas drin ist, Leute, das glaubt euch doch keiner, ne? So, das ist die Wiederholung von damals mit Umbrella und mit Grace Jones, wo ich gesagt habe, das ist eben auch der weibliche Gebärmutter und so weiter. Ja, ja, ja. Es ist nicht schwer, sich da vorzustellen, dass das aussieht wie ein Regenschirm, oder? Regenschirme fliegen ja auch schon mal gerne weg. So, und deswegen ist das meiner Meinung nach völlige Ablenkung. Der Schuss zur Kehle ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Jetzt geht's weiter. Bei Sapruder, ungefähr 255, das ist ja angeblich dann da, wo Altgen 6 kommt, ja, da ist es dann sehr seltsam, dass eben die Motorradkorps und so weiter sich angucken und so weiter. Es sieht zuerst so aus, als wenn die JFK angucken, aber möglicherweise gucken sie sich selber an. Ne? Das ist sehr interessant, weil jetzt kommt nämlich Folgendes. Denkt noch eben daran, dass der Herr Ike Altgen bei der Associated Press ist, also Surrey Military Knight of Malta, ne? Associated Press. So, Altgen's not been sent away. Ja, komischerweise ist er weggeschickt worden von der Unterführung, da durfte er nicht sein, aber komischerweise durfte er auf der Straße stehen. Ne? Also die Logik muss man jetzt mal erklären. Ja. Und jetzt gibt es natürlich dann auch Leute, die sagen, vielleicht zu Recht, ja, da war ein Loch in der Windschutzscheibe, ne? Von vorne nach hinten. Also ich weiß ja noch nicht, ob jetzt hier jemand im Parkland Hospital jetzt da jetzt ein Ballistiker ist. Ja. Ob man jetzt da tatsächlich da jetzt hingehen kann und dann sagen kann, okay, das, man kann die Schutzrichtung jetzt feststellen, wenn man jetzt die Windschutzscheibe direkt vor einem sieht. Ne? Das ist jetzt die erste Frage. Aber die zweite Frage ist, es muss ja nicht unbedingt ein Schuss sein. Ne? Aha. Jetzt ist es nämlich dann so, dass ich dann eine ganz andere Idee dazu habe. Dafür muss ich aber nochmal eben Altgen 6 aufmachen. Ja? Ich biete euch jetzt nur eine Alternative. Ja? Ich glaube nicht, dass da ein Schuss gemacht worden ist, aus dem ganz einfachen Grunde, der wäre brutalst. Das ist ein schön großes Bild, das ist ja prima hier, wenn es aufgehen würde. Das wäre brutalst gefährlich gewesen, ja, hier eine Kugel reinzuschießen. Wer dazu die Möglichkeit hätte, wäre jemand, der entweder hier steht, also wie der Herr Altgens, oder auf dem Gras hier, oder auf dem Triple Underpass mit einem Superzielgewehr. Aber du musst dir vorstellen, wenn bei der Warren Commission schon die Kugeln immer durch alle möglichen Menschen fliegen, warum fliegt sie dann jetzt hier von vorne nach hinten, nicht durch den Kennedy und dann auch hinten in die Leute und verletzt sie dann auch, wie im Fall von Connelly? Ja, die Warren Commission behandelt nicht diesen Schuss oder dieses Loch in der Windschutzscheibe. Nein, meiner Meinung nach ist es so, dass das die Ablenkung ist. Es kann entweder direkt im Altgens Bild gefaked sein, oder aber es ist tatsächlich dann da,
Und dann dürft ihr eins nicht vergessen, ihr müsst ja mit allem rechnen. Ich rechne damit, dass dieses Loch eine Ablenkung ist, damit dann die Leute, die nachher auf die Verschwörungsschiene aufspringen, zu sagen, ich habe genau gesehen, da ist ein Loch in der Windschutzscheibe. Jetzt überlegt mal Folgendes. Wir reden jetzt hier von dem Geheimdienst, der alle Möglichkeiten hat, auch elektronisch. Wer sagt mir denn, dass diese Windschutzscheibe, die da ist, nicht vorher präpariert gewesen ist, sodass irgendjemand, zum Beispiel Kellerman, genau gewusst hat, okay, komme ich an dem Baum da vorbei, ja, drücke ich auf den Knöpfchen, ja, und dann ist da ein Loch in der Windschutzscheibe. Ihr glaubt, das ist abwegig? Ich glaube nicht, dass irgendetwas abwegig ist. Ich glaube, die ziehen alle Register, um die Schuldigen zu schützen und um alle möglichen Dinge nach außerhalb zu verlagern. Es darf ja nicht innerhalb des Fahrzeuges stattfinden, deswegen braucht man so Sachen wie beispielsweise das Loch in der Windschutzscheibe, um dann eben auch den Menschen, die der Warren Commission nicht glauben, dann auch eine plausible alternative Verschwörungstheorie zu präsentieren, die ja nicht funktioniert, weil überlegt mal, egal von wo dieses Loch jetzt da rein ist, ja, egal ob das oder hier, also weiter, da geht es ja gar nicht drum. Ja, überlegt mal, stell mal vor, der Kellerman hätte sich da zur Seite gedreht, stell mal vor, der Knöll hätte anders gestanden und so weiter, hätte man dann ja auch von der Seite auch noch erwischt. Also ist doch viel zu gefährlich hier durch die Frontscheibe. Du weißt ja gar nicht, wie wird es abgedenkt. Dahinter ist ja angeblich nochmal eine Scheibe, die aber offen ist oder ein Rahmen. Also das ist abenteuerlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand einen Schuss so gemacht hat. Kann mir dieses Loch nur vorstellen, dass wenn es tatsächlich schon hier war und nicht nachher noch auf dem Weg zum Parkland Hospital angebracht wurde oder gezündet wurde, ich kann mir nur vorstellen, dass das eine Fernzündung gewesen ist. Wie einiges andere auch. Es ist einfach nur eine Hypothese. Ich kann sie natürlich nicht beweisen, weil nochmal, dieses Fahrzeug ist nicht mehr da. Das heißt, dieses Fahrzeug muss alle möglichen Geheimnisse bergen, die eben nicht mehr rauskommen sollen. Ne? Und jetzt kommt nämlich eben die Geschichte mit dem James Tague. Ja? James Tague ist der Mann, jetzt pass auf, es wird abenteuerlich, ja? Hatte eine kleine Wunde an seiner rechten Wange durch eine ganz, ganz kleine Teile von irgendwelchen Betonabfall und so weiter, von hier von so einem Bürgersteig und so weiter, der eben dann getroffen wurde durch Teile einer Kugel. Angeblich dann die erste Kugel, sagt die Warren Commission, und der Tague stand genau hier. Da stand er und hat sich die ganze Geschichte angeguckt und ist dann bis heute, jetzt kommt's, ja, das musst du dir vorstellen, musst nur logisch denken. Stefanie, du kannst ja logisch denken, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ja. Pass auf, Tague ist der einzige Mensch bis heute, ja, der verwundet wurde durch irgendwelches Gewehrfeuer in der Dealey Plaza an dem Tag. Der einzige. So, wo steht der Mann? Völlig außerhalb von der Dealey Plaza im Triple Underpass. Also, Schussrichtung ist wie? Nach vorne hin. Oder ja, wie meinst du? Aus der Dealey Plaza weg. Ja, die Schussrichtung ist also nicht Richtung Windschutzscheibe. Ja, Auto. Nach vorne. Zum Auto hin, wie die Leute gesagt haben, da ist ein Loch drin, also kann es schon mal da gar nicht sein. Also ist schon ganz seltsam, dass also ein Schuss den Herrn Tague getroffen hat, der, wenn er den dem Herrn Kennedy gegolten hat, ja dann theoretisch nur von hätte hinten sein können. Ja, aber warum verfehlt man denn dann den Herrn Kennedy so viel? Weil, überleg mal, hier sind über 100 Meter dazwischen und hier ist Gefälle. Also müsste der Schütze ja theoretisch viel zu hoch oder viel zu ungenau gewesen sein. Auf jeden Fall sehr falsch, ja. Sehr falsch. Ich meine, wenn man anderen Menschen glauben will, sagen die, also da gibt es unglaublich viele Schützen, ja. Also überall Kreuzfeuer und Jim Mars und wer auch immer, ja. Komischerweise ist dann das Einzige, was passiert, ist dann ein Kratzer bei dem Herrn James Tague. Ja, wie glaubwürdig ist das? Ja, vergleich das eben jetzt mal mit der Aussage von dem Kellerman. Tague hat auch gesagt, er hat den ersten Schuss gehört und hat gesagt, das ist wie ein Feuerwerkskörper. Das ist diese Geschichte mit dem Mercury-Auto, da entweder da irgendwelche Platzpatronen geknallt hat oder sonst irgendjemand, der dann halt da jetzt dafür die Ablenkung und so weiter federführend war. Der Tague wurde dann erst angesprochen durch den Dallas Detective Buddy Walters, der hat nämlich dann eben dann erstmal gemerkt, dass also da Blut an der rechten Wange hatte. Das heißt, der Tague selber hat das gar nicht gemerkt, ne? Also es kann gar nicht so vehement gewesen sein. Ne? Aber sie haben gesagt, nee, das ist auf jeden Fall jetzt hier ein Querschläger, ne? Das ist ein Querschläger. Ach, habe ich mir auch gedacht, wenn wir da jetzt wieder anfangen, 23 Fuß 6, ach, ich denke nicht schon wieder, komm, wir sind ja morgen noch dabei, das ist ja immer dasselbe, Stefanie, ne? Ach. Ja, aber ich habe eine Erklärung dafür. Bitte. Eine Magic Bullet, eine, die man jetzt so noch nicht gefunden hat, die ist dann hinterher, hat die sich in Luft aufgelöst, aber das muss ja dann auch eine gewesen sein.
Ja, also die ganze Physik ist da außer Kraft gesetzt an dem Tag, Ja, ne? deswegen ja Magic. Ja, Absolut genau, ne? Magic. Ja, und dann wurde eben dann von der Warren Commission dann, ach, Leute, das ist alles Blödsinn. Wir müssen mal zu den wirklichen wichtigen Sachen kommen. Also James Tague, was erzählt er uns? Ja, und James Tague stand halt hier und er ist dann hier geschaut und so weiter erwundet worden. Deswegen sagen die Leute dann, klar, das kann nur vom Texas Scuba Depository gekommen sein. Ich vermute, dass jemand auch aus dieser Richtung geschossen hat, einfach aus Ablenkung, und dass der Tague entweder ein unglückliches Ziel gewesen ist oder halt bezahlt gewesen wurde. Ihr könnt euch das aussuchen. Ist mir auch eigentlich egal, aber das ist eben nicht zu fassen, ja, mit der Aussage von Kellerman, der ja genau gesagt hat, ne, dass wir eben da einen Flurry of Shells, ein Granatengewitter im Auto gehabt haben. Und das Einzige, was überhaupt passiert ist, ist eine Schramme auf der Wange von James Tague. Alle anderen, auch im Auto, haben nichts abbekommen. Nix. Durch keinen Splitter von der Windschutzscheibe, ja. Hier meinetwegen, das, also wie gesagt, wenn du sagst, das ist von außen, ja, okay. Aber du kannst auch genauso gut hier irgendetwas draufkleben, ja, und kannst es dann detonieren lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann hast du auch einen Splitter. Also, wir reden hier von Geheimdienst. Die haben alle Möglichkeiten. Möglichkeiten, die du bis heute nicht kennst und ich auch nicht. Versuch's mal mit Logik. Ja, wieso hätte man dann, guck mal, wie nah das ist an dem Fahrer, wieso hätte man dann das alles riskieren sollen, dass das andere Menschen trifft? Niemals. Niemals. Versuch's mal nicht mit Gemütlichkeit, sondern mal mit Logik. Bei der Warren Commission, Seite 62 und so weiter, da geht es dann los, wie der Kennerman dann da jetzt vernommen wird, sozusagen. Gesagt, ja, ich bin jetzt angestellt als Special Agent von Secret Service und so weiter. Und ich war jetzt eben hier für das Weiße Haus und so weiter zuständig und so. Und leider ist mir das da auch gecrashed teilweise, weil der Computer irgendwann nicht mehr wollte. Und er war eben dann da für die Präsidentenlimousine dann da verantwortlich. Ne? Und das wurde eben mit der Luftwaffe und so weiter, wurde das eben dann halt hier dann immer hingeflogen, das Auto und so weiter. Und so fort. Ne? Und er hat gesagt, ja, es gab also ein Pilotenfahrzeug, das eben dann die Straße säubern sollte und so weiter und dann eben auch die Offiziere und so weiter dann auch noch instruieren sollte und so weiter, dass der Präsident gleich kommt. Ja, das hat ja dann der Jesse Curry gemacht, was ja nicht auf Film sein durfte. Und er hat gesagt, naja gut, das war die Pilotenfahrzeug, das haben wir eben gesehen. Und das nächste Auto ist eben das Führungsfahrzeug und dann halt eben mit Chief Curry. Ja, Chief Curry heißt 33 Grad Hochgrad-Freimaurer. Durfst du auch nicht sehen. Aha. Ja, und da geht's los, ne? Und jetzt gibt's interessante Fragen hier. Der Herr Spector, der übrigens der ja, Initiator ist dieser Single Bullet Theory, der hat gesagt, Mensch, also welche Frequenzen hast du denn da benutzt, ne? Und da hat der Kellermann gesagt, naja, eine. Ne? Und da hat der repräsentierte Ford, wahrscheinlich Gerald Ford, hat dann gefragt, habt ihr noch alternative Frequenzen, irgendwelche Notfrequenzen? Hat er, dann hat der Kellermann gesagt, ja, haben wir. Wir haben zwei davon. Ja, glaubt man nicht, dass er die Sachen irgendwann irgendwo bekommt. Bei keinem Freedom of Information Act. Das sind Sachen der nationalen Sicherheit. Ja? Also gibt es doch viel mehr als Dallas, was haben wir letzte Woche gehabt, Dallas Kanal 1 und 2. Ja? Wir haben hier sogar noch alternative Notfrequenzen, und zwar zwei davon. Ich habe ja nochmal gesagt, wofür hat dieses Ding hinten so viele Antennen? Naja, dann hat er weiter gesagt, naja, wir waren nicht mehr als drei Längen und so weiter und so fort hinter dem Führungsfahrzeug, was nicht stimmt, wenn man sich die Fotos anguckt von Ortgens 7. Ne? Aber wie gesagt, auch solche Menschen und so weiter verlässt dann schon mal das Gedächtnis. Ne? Und jetzt kommt die nächste Geschichte, die ich lange Zeit nicht gesehen habe. Ich habe gedacht, boah, faszinierend. Ne? Er hat gesagt, das Verfolgungsfahrzeug von Secret Service und so weiter ist gefahren worden durch den Chauffeur Sam Kinney. Dann auf dem Beifahrersitz saß Emery Roberts, sehr interessant, weil der Typ nämlich auch am Funken war. Das heißt also, Kellerman und er sind also höchst verdächtig, um jetzt halt die ganzen Sachen zu koordinieren. Und dieses Auto hat eben dann diese Aufnahmeplatten links und rechts für diese Agenten. Links, will man wissen, Clinton Hill, ne? Also Clint Hill, der mit Jacqueline Kennedy in Griechenland war. Dahinter William McIntyre und rechts war Special Agent John Ready, also wie John ist bereit, ne? Und hinter ihm eben Paul Landis. Also nur John Ready muss ich gleich behalten. Dem kommen wir nämlich bald. Sehr interessant. So, und jetzt pass auf, was passiert. Der hat gesagt, nö, wir waren also höchstens 10 bis 15 Meilen und so weiter unterwegs und so weiter. Und ja, das ist alles nur bla bla bla, bis gleich etwas kommt,
wo ich gesagt habe, okay, aha, hier geht's los, Mr. Spector und so weiter. Und dann sagt der Kellerman, okay, ich habe dann gesagt, lass uns hier raushauen und so weiter, wir sind getroffen. Und ich habe das Mikrofon genommen, ich habe gesagt, Lawson, hier ist Kellerman. This is Lawson, der in dem Frontfahrzeug ist. Wir sind getroffen, bring uns ganz schnell zum Krankenhaus. Nun, in den Sekunden, dass ich da gerade geredet habe, da flog ein Granatengewitter ins Auto. So, aber dieses Granatengewitter hat genauso wenig eine Verletzung herbeigeführt, wie die angebliche Kugel durch die Windschutzscheibe und wie angeblich dieses Granatengewitter in der ganzen Dealey Plaza bis auf eine Schramme von dem Herrn Tilg, der es selber noch nicht bemerkt hat. So, und ihr glaubt das alles? Ihr glaubt, das ist alles glaubhaft? Also, ich glaube da nichts von. Ja, und angeblich hätte der Präsident Kennedy gesagt, meine Güte oder mein Gott, ich bin getroffen. Ja, und den kannst du nichts glauben, weil das sind ja alles keine, das sind alles Geheimdienstleute, ne? Also was ich da schon habe lesen müssen und so weiter und so fort. Und er hat also auch gesagt, nee, nee, also der erste Schuss, der kam, der hörte sich an jetzt hier wie, ja, wie ein Firecracker, also jetzt wie ein, ja, so ein Karnevalskracher oder sowas, ne? Ja, bis ich eben das Dollar. Granatengewitter von Schüssen gehört habe. Ne, ist klar, ne? Also ich glaube ihm nix, ja? Ich glaube ihm nix. Clinton Hill hat nämlich was Ähnliches gesagt. Aber ihr glaubt da nicht, dass ich das jetzt alles vorlesen will, weil Clinton Hill hat gesagt, nee, nee, ich habe da ja drauf gestanden hinten auf dem Verfolgungsfahrzeug und so weiter. Das ist durch den Sam Kinney gefahren worden und Emery Roberts war rechts und so weiter auf dem Passagiersitz und so weiter. Und der Special Agent John Reddy, nochmal, ja, der war eben vorne rechts. Er wäre also theoretisch in Charge gewesen, verantwortlich gewesen für den Präsidenten John F. Kennedy. Wobei der Clint Hill natürlich für Jacqueline war. Schließlich waren die beiden ja schon in Griechenland zusammen. Ne? Und noch ein paar andere Leute waren dabei, Kenneth O'Donnell und Dave Powers und so weiter. Die kennt er ja schon. Ne? Und alle Agenten hatten irgendwelche Handwaffen. Ne? Abgesehen davon, dass es eine AR-15 gab, wo der Hickey angeblich mit geschossen hat, was jetzt auch nicht sein kann. Ne? Also viel erstmal dazu. Also John Reddy wird jetzt hier zum zweiten Mal benannt. Ne? Den brauche ich auch gleich noch. Und alles andere ist jetzt erstmal gar nicht so interessant. Ja, wir schaffen wieder einiges heute. Hey, schon 100 Seiten. Toll. So, wo habe ich es denn? Alles andere ist jetzt nicht wieder. So, jetzt guckt er dieses Bild an. Ja, guckt er dieses Bild an. Er hat ja vollkommen recht, wenn er sagt, ne, hier ist der Sam McKinney, hier ist Emery Roberts, ne, vermutlich ist der auch gerade an seinem Funksprechgerät. So, und was macht jetzt hier der designierte Schutz für den John F. Kennedy? Der guckt einfach weg. Der guckt nach hinten, als wenn er irgendetwas sehen würde. Dachte, ja, da steht die Harvey Oswald. Ja, pass auf, was jetzt hier passiert ist, die haben die Aufmerksamkeit von Kennedy weg, genau wie alle anderen auch. Ne? Die gucken sich hier an, die gucken sich hier an, die gucken nach hinten und so weiter. Das sieht alles irgendwie nicht so aus, als wenn sich irgendjemand auf irgendetwas fokussieren sollte. Die Einzige, der fokussiert ist, ist er hier und er hier. Und jetzt kommt noch etwas Merkwürdiges und nämlich jetzt meine Frage. Ja? Warum ist der Fokus auf die Szenerie und nicht auf den Präsidenten? Ja, ich meine, die Antwort habt ihr schon, ne? Ja, weil es da gar nicht drum geht, ne? Ja, wenn ich Es doch geht der. darum, es geht darum, nachher Beweise zu liefern, wie es gelaufen ist. Und dann hast du keine normalen Bilder. Das ist wie ein Hollywood-Film, der da gemacht wurde, genau wie du schon gesagt hast. Ja, aber ich meine halt einfach, wenn ich Ike Aldrin wäre und würde jetzt das Bild meines Lebens schießen, dass ich also Kennedy von vorne, wo er jetzt also durch meine Stadt in Anführungsstrichen fährt, dann schieße und so weiter, dann würde ich doch den Präsidenten im Fokus haben und doch nicht die ganze Szenerie. Eben, natürlich. Das ist ja der Punkt, den ich meine, ja. Ja. Also ist doch das für die Nachwelt gedacht, nach dem Motto, jetzt haben wir hier die ganzen Motorketten alles mal aufgedröselt, damit er genau sehen können und so weiter. So war das gewesen. Ja? Und es kommt noch etwas anderes dazu. Ja? Es kommt da etwas anderes dazu. Und zwar kannst du hier sehen, dass also Jackie Kennedy da jetzt also hier mit ihrem linken Arm gegen den Arm arbeitet von dem John F. Kennedy. Ne? Ja, und deswegen haben wir hier eine ganze Menge Missinformationen wieder im Internet. Ja, das ist unfassbar. Aber es gibt echt eine Seite, die heißt Dallas Freeway News. Das ist sie, ja. Und die sagt, dass ausgerechnet, ich hoffe, ihr könnt das lesen, da soll ich es größer machen am besten, ne? Ein bisschen größer machen so, ne? So. Ihr seht jetzt hier einen Fuß raushängen, ne?
So, das ist auf der Fahrt ins Parkland Hospital. Da sagt jetzt die Dallas Morning News, das ist das Freimaurerblatt, ne? Hat eben dieses Foto am Sonntag, 24. November und so weiter rausgebracht und hat gesagt, ne, Horror und Angst im Präsidenten Todesfahrzeug, als Präsident Kennedys linker Fuß und so weiter rüberhängt über der Seite des beschleunigten Todesfahrzeuges und so weiter und alle anderen verkriechen sich und so weiter in Horror. Das ist das, was da ist. Da seht ihr laut den Dallas Morning News den Fuß von dem Herrn Kennedy. Au, 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 Ich hätte au, auf erste Sicht angenommen, das ist der Fuß von Frau Kennedy. Wie soll denn der Fuß von Herrn Kennedy da oben au. sein? Ja. Jetzt guckst du mal dieses Bild etwas genauer an, ne? Ja. Das ist echt, was die alles schreiben, ne? Was die alles schreiben. Also es ist alles Falschinformation, ne? Es ist alles Falschinformation, denn auf der nächsten Seite wird schon aufgeklärt, ne? Guck mal, wer da ist, ne? Der Herr Clint Hill. Ist nämlich der Fuß von dem Herrn Clint Hill, den du da siehst. Und so haben wir schon wieder die nächste Lüge eines Freimaurerjournals. Ne? Das ist nämlich gar nicht der Fuß von dem Herrn Kennedy. Und Herrn Kennedy zu treffen durch diesen Windschutzscheibenschuss, egal ob das jetzt das ist, interessiert mich gar nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass es ja an Connolly vorbeigehen muss, zwischen den beiden Frontinsassen vorbeigehen muss und auch nichts anderes beschädigen darf und auch nicht den Spiegel, damit das dann trifft. Ne? Überleg mal, wie soll das denn sein, wenn hier noch der Spiegel in der Mitte ist, dass das dann funktioniert? Das ist völlig abenteuerlich. Das ist ein nachkoloriertes Bild, ja, nicht jetzt, das ist nicht das originale Bild. Es ist nur, damit man die Figuren Personen hier einfach unterscheiden kann. Also müsste die Flugbahn frontal von vorne rechts nach hinten links verlaufen. Ja, leicht. Also Position Ike Atkins. Ja, ich sag nur mal einfach. Also auf jeden Fall meiner Meinung nach völlig unglaubbar. Unglaubwürdig. Entweder Spezialgeschosse oder Zündung. So, Jackies Daumen siehst du jetzt hier in Atkins 6. Mach mal ein Experiment. Der Daumen ist der stärkste Finger der Hand. Der Daumen ist eine Machtanalogie. Steht also für Krieg und Gewalt. Da kannst du die größte Gewalt mit ausüben mit dem Daumen. Jetzt guck dir ihre Hand an, die kommt von links. Ja? Geh einfach mal hin und hab mal einfach deine Hände mit den Handflächen nach oben oder gerade, neutral, was weiß ich, ja. Und jetzt überleg dir mal, du drehst dich rechts zu seinem Partner hin, ja, und nimmst deine linke Hand. Da würdest du normalerweise den Daumen unten haben. Nur, wenn du maximale Kraft ausüben willst oder musst, dann musst du den Daumen nehmen, weil du da die maximale Kraft hast. Das heißt, ich sage nochmal, dass Jackie Kennedy gegen den Arm von John F. Kennedy gearbeitet hat. Das würde ich sagen, aufgrund dieser Tatsache, dass sie eine recht unnatürliche Handhaltung hat und dann später natürlich auch noch ihren zweiten Arm dann halt da zu Hilfe nimmt, ne? Also deswegen sage ich mal, Jackie bekämpft JFK. JFK starrt auch einfach wie betäubt. Er guckt ja nicht zu ihr hin. Normalerweise würdest du jetzt um Hilfe bitten und sagen, ich kriege es mehr, ich kriege. Würdest dich ja zu deiner Angebeteten oder zumindest deiner Ehefrau, würdest dich ja irgendwie drehen und sagen und so weiter. Der macht ja gar nichts. Also, und deswegen ist alles völlig Humbug, meiner Meinung nach. Also mit dem Schuss, ne? Also, die beiden sind eben nicht wie ein Ehepaar oder ein Liebespaar und so weiter. Sie bekämpft ihn und er guckt sie gar nicht an. So siehst du ja auch hier in der Kopfhaltung und so weiter. Er guckt da einfach stringent nach vorne. Ja, er guckt sie ja gar nicht an. Normalerweise würdest du nach Hilfe gucken. Wenn du nicht mehr reden kannst, würdest du mit deinen Augen sagen, Hilfe, Hilfe. Dann würdest du jemanden angucken. Macht er ja gar nicht. Deswegen ist meiner Meinung nach wesentlich wahrscheinlicher, dass er gelähmt ist als alles andere. So. Greer looking back twice. Also Greer guckt zweimal zurück, der Chauffeur. Ja, aber nicht nur er, sondern auch der Herr Kellerman guckt einmal zurück. Mindestens einmal habe ich gefunden. Also von daher, beide vergewissern sich, was hinter ihnen los ist. Und das ist nicht die Aufgabe des Fahrers, zurückzugucken, ne? Also hängen die Beine mit drin. Und der Bobby Hages, dieser Motorradcop, der gesagt hat, ja, ich bin also hier durch Blutkleckser und so weiter, ich habe gedacht, ich wäre selber getroffen gewesen, weil das ganze Motorrad und alles war voll Blut, ja, der hat gesagt, die Präsidentenlimousine und so weiter ist fast zum Stillstand gekommen. Ja. Und Bobby Hages dürfte nicht allzu viel glauben, weil, und jetzt kommt weil, ja, Bobby Hages fährt auf der linken Seite hier, okay? Der kann doch nur von irgendwelchen Gehirnmaterial und so weiter getroffen werden, wenn der Schuss von rechts kommt. Jetzt stehen aber hier, oh Wunder, plötzlich drei Menschen.
Die standen aber vor ein paar Sekunden noch nicht hier auf dem Bild, was ich vor einer halben Stunde gezeigt habe. Und hier sieht man das Bremslicht an. Das nicht heißt, dass der Wagen gestoppt hat, das nur heißt, dass der Wagen verlangsamt. Okay. Aber, und jetzt kommt aber ist, er kann ja nur getroffen werden, wenn der Schuss von hier kommt. Aber dann müsste der Schuss ja von irgendeinem Winkel kommen, ja. Überleg mal, wie der Winkel, hier ist das Windschutzschild, ja. So, hier, ja, musste er schon fast über die Köpfe von diesen Menschen geflogen sein. Das heißt, das müssten die ja eigentlich gemerkt haben. Und der Zapruder-Film bietet euch diese Information nicht, ob diese Menschen sich ducken oder nicht. Abgesehen davon, müsst ihr eben nicht glauben, weil er bei Dallas Police Department arbeitet, was von Hochgrad Freimaurern geleitet ist. Wir wissen also nicht, ob der Bobby Hargis nicht einfach sagt, ja klar, die Limousine kam zu einem Stopp, um die Illusion zu erzeugen, die kam zu einem Stopp, damit man von außen auf den Kennedy zugreifen müsste. Es macht ja nur Sinn, die Limousine zu einem Stopp zu zwingen, wenn tatsächlich ein Schuss von außen käme. Wenn man von innen der Limousine arbeiten würde, müsste man ja nicht zu stoppen. Also ist der Stopp der Limousine meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich nur deswegen, um wiederum die Illusion zu erzeugen, es käme von außen. Ein Schuss. Alles dreht sich in Dealey Plaza immer darauf, den Fokus aus dem Auto in die Umgebung zu lenken. Also ist das eine konzertierte Aktion mit dem Stopp. Um die Schuld an Greer zu suchen und die Schulter zu sagen, warte, da hat irgendjemand von Grassy Knoll geschossen. Ne? Und dann würde auch seine Aussage Sinn machen mit dem Motorrad, mit dem ganzen Gehirn und Bluten alles hier. Ne? Aber ich habe kein Bild davon gesehen. Und ich muss ihm auch nicht glauben. Ich mache das nicht. Oh, die habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja, denn der Abzug des Secret Service ist ja nicht eine zufällige Aktion gewesen. Wir haben ja schon gesagt, also hier John Reddy ist ja eigentlich dafür gedacht gewesen, um vielleicht hinter dem Präsidenten hinterher zu laufen. Ne? Aber, und jetzt kommt aber, egal wer da jetzt läuft oder laufen sollte, wird er von Emery Roberts, hier dem Chef in der präsidentalen Verfolgungslimousine, der als Passagier auch wieder der Chef der Verfolgungslimousine ist, genau wie der Kellerman als Passagier im Passagiersitz der Chef des Fahrzeuges hier ist, den Agenten zurückgerufen hat, gesagt, nö, der Herr Präsident fährt ohne Schutz. Da ist mir was aufgefallen. Und ich habe gedacht, boah, warum habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen? Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist jetzt hier der Orville-Nix-Film, beziehungsweise das, was davon übergeblieben ist. So, nix ist nix. Und das ist jetzt echt Very Short Film, The Orville-Nix-Film. So, da ist er. Ich habe das ja alles zum Glück schon vorne vorbereitet. Jetzt spiele ich euch das einmal in normalen Geschwindigkeit ab und beim zweiten Mal werde ich euch mal sagen, worauf ihr dann achten sollt. Was ihr natürlich macht oder was alle machen, was wir alle machen, ist, wir richten den Fokus immer auf alles, was sich bewegt. Was bewegt sich denn jetzt hier? Ist ja ganz klar, ne? Stefanie, Jörg? Ja, der läuft ja. Ja, und genau da guckst du hin, ne, Stefanie? Ja, jetzt, wo du schon gesagt hast, habe ich extra nicht dahin geguckt. Ja, wenn ich euch jetzt sage, wo ihr hingucken sollt, dann seht ihr plötzlich Sachen, die habt ihr noch nie gesehen, weil ihr da nicht hinguckt. Wenn mir das nicht jemand... Die Typen, die da rumstehen? Bitte, welche? Weiß nicht, also wenn das Auto da fährt, da stehen dann im Hintergrund da so zwei hier. Oder einer oder dieser Rote da, ja. Ja, ja, das sind die Leute hier auf den Stufen und so, ne? Ja, die ja jetzt erst irgendwie in Deckung gehen, vorher ja nicht. Jetzt ist der Präsident aber schon getroffen. Aber das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt kommt jetzt. Oh, der Punkt ist sehr, sehr tricky. Ja, der Punkt kommt jetzt und ich mache jetzt hier mal Slow Motion. Der Punkt ist, wo fast nie jemand drauf achtet, ja, jeder guckt ja den Zapruder-Film an, ne? Das ist der Orville-Nix-Film von einer komplett anderen Seite. Wieso ist es denn jetzt immer so schnell? Soll da langsamer sein? Wieder schneller? Okay, gut. So. So, da ist es. Ja, du hast den Fokus auf dem Clint Hill und das ist komplett verkehrt. Du musst jetzt den Fokus woanders drauf legen. Du musst den Fokus auf John Reddy legen. John Reddy ist derjenige, der auf dem Trittbrett der Verfolgungslimousine steht und für den Präsidenten verantwortlich ist. Und jetzt guck mal, was da passiert. Versuch das wirklich einzufangen hier. Ja? Pass auf. Ne? Nicht auf den Clint Hill achten.
Ja? Sondern hier, da. Siehst du? Ganz kurz nur. Und was da passiert ist, Lord, ja, da bewegt er sich nach vorne. Und dann plötzlich wieder Stopp. Was da passiert, ja, hier geht's drum. Ja, was da passiert ist, ist ganz easy. Wenn das stimmt, was ich da gelesen habe, er hier, John Reddy, ja, der ist schon auf der Fahrbahn und wird dann zurückkommandiert von Emery Roberts, der vorher schon den Begleitschuss von Kennedy abkommandiert hat. Das heißt, nicht nur der Clint Hill, was alle Welt sieht auf dem Zapruder-Movie, ist losgerannt, sondern auch John Reddy. Nur der ist sofort von Emery Roberts, ist der direkt festgehalten worden und zurückkommandiert worden. Das war interessant. Das siehst du nur in dem Nix-Film. Ja. Nur ganz kurz, der rennt los und nee, darf's nicht. Hätte auch wahrscheinlich nicht geschafft, aber du siehst, da ist einiges im Argen und du würdest da nie drauf kommen, wenn du immer nur auf das guckst, was du sehen sollst, aber nicht auf das, was sie dir so gut wie nicht zeigen, weil das hättest du nicht gesehen, wenn es dir nicht jemand gesagt hätte. Ja, deswegen habe ich eben gesagt, John Reddy, ne? Darfst du niemals vergessen. Ne? Da sind so viele Sachen passiert. Und du weißt natürlich auch nicht, was davon wieder gefaked ist von dem Orwell-Nix-Film. Ne? Aber ich sage nochmal, wichtig sind die Sachen, die wir nicht sehen. Ja? Und alles, was wir nicht sehen, beispielsweise jetzt auch jetzt irgendwelche im Chrom, irgendwelche Beschädigungen und so weiter und so fort, sind alles Ablenkungen. Wenn das wirklich ein Flurry of Shells, ein Granatengewitter gewesen ist, was der Kellerman ausgesagt hat, dann frage ich mich, wo sind denn die ganzen Metallfragmente, ja? Wo ist denn die Verletzung, die beispielsweise der Kellerman im Gesicht hatte oder in der Kleidung hatte oder der Greer hatte oder Neddy Connelly hatte, ja? Wenn da jetzt tatsächlich Metallteile im Auto fehlen, die müssen ja irgendwo sein. Das splittert doch. Abgesehen davon, wenn eine Kugel durch Windschutzscheibe fliegt, ja, das macht auch irgendwelche, die hat ja angeblich, naja gut, komm, also wie gesagt, die Kugel. Aber das ist genau dieselbe Geschichte wie jetzt hier. Ne? Alles, was am Auto an Beschädigung ist, soll immer davon ablenken, dass die Aktion im Auto stattfindet. Also das kannst du auch durch eine Fernsteuerung erreichen. Meine Meinung, muss nicht eure sein, meine Meinung. Ja, offizielle Meinung von anderen ist, dass eben der Mafia-Mensch Nicoletti, zweiter Schuss und so weiter, daneben gegangen ist und hätte jetzt eben hier diese Chromleiste und so weiter. Ne? Klar, die sind alle unfähig, ne? Grundsätzlich. Der eine trifft dann halt den James Take, ja, der nächste trifft dann halt dieses hier. Ne? Nur niemand im ganzen Auto wird verletzt. Und auch niemand in der Didi Plaza, obwohl dann Granatengewitter und so weiter, Gesalben und so weiter war. Ja, du musst nur logisch denken und dann siehst du halt einfach, das kann alles nicht sein. Wer ist denn sonst hier verletzt worden? Wer? Wer denn? Ja, die magische Kugel zählt nicht, die ist nur so um Humbug. Ja, und das hier kann auch nicht sein. Ja, das kann nicht sein, da kommen wir in der nächsten Folge zu, warum der Schuss gar nicht von Grassy Knoll stattfinden kann. Ist auch ganz simpel eigentlich. Ja, und Connelly, das habe ich schon wieder falsch geschrieben hier, Connelly und so weiter, seine Wunde ist fake. Ja? Er kann nicht gleichzeitig Splitter drin haben und die Kugel unversehrt sein. Also das funktioniert nicht. Also alles fake. Es ist fake. Leute, wir werden alle verarscht und hier mit Wissenschaft zugeballert und was es alles ist und ja, kannst du bis morgen und so weiter, aber du musst einfach deinen gesunden Menschenverstand haben, ne? Und dann siehst du halt einfach, dass alles das, was hier ist und hier dann plötzlich hier ein Chrome-Frame ist oder hier und so weiter und so fort, ja, über Köpfe von Leuten hinwegfliegen muss und das ist völlig unwahrscheinlich, ja, dass mit 6 Personen besetztem Fahrzeug da sonst niemand irgendetwas hat und alle sonst fröhlich und munter aussteigen, ne, ist klar, ne? Also diese Kopfwunde ist nur eine Zeichnung und ist auch nicht existent, ja, die kann so nicht sein, vor allem nicht die Schussrichtung. Warum? Wie gesagt, das ist Ritual, ne? Das ist Freimaurerritual, hat aber jetzt wiederum nichts mit der Wahrheit zu tun. Abgesehen davon, dass eben dann auch die Leichen vertauscht worden sind, weswegen JFK in einem opulenten Sarg in Parkland abgeflogen und in einem primitiven Sarg in Bethesda, Maryland angekommen ist, ne? Klar. Also ist alles anatomisch Unsinn. Ja, weil die Austrittswunde muss immer größer sein als die Eintrittswunde. Ich kann noch genau sagen, warum. Weil, klar, die andere Seite ging auch, aber wenn ich jetzt oben rechts eine Austrittswunde haben möchte, ja, dann muss die Schussrichtung aber dann nicht von hinten kommen, weil dann wäre die vordere Schädelplatte hier weggesprengt worden. Gell?
Also kann nicht sein. Wenn aber die Leute sagen, laut Robert McClellan und so weiter und so fort, kommen wir auch bei zu, ja, der hatte hinten diese Wunde hier, dann muss die Kugel von ganz woanders gekommen sein. Abgesehen davon, dass du nicht weißt, welche Leiche die gesehen haben. Nochmal, es gab eine Minute nach dem Mord an John F. Kennedy, gab es noch einen J.D. Tippett. Und hier sagen alle möglichen Menschen und so weiter, ja, hier hinten war die Kopfwunde. Ich weiß jetzt nur nicht, welchen Leichnam die gesehen haben. Also selbst das kannst du nicht machen. Ja? Shot by high-powered rifle. Ja? Earl Rose hat ja versucht, die Autopsie durchzuführen. Er wurde ja gehindert durch den, Secret Service Agent Kellerman. Ja, du glaubst ja nicht, wenn Kellerman sich aufbläht und eventuell seine Waffe zückt und so weiter, dass da jetzt noch irgendjemand im Krankenhaus sagt, nee, wir diskutieren das jetzt mal aus oder holt dann irgendwie, keine Ahnung, einen Baseballschläger oder wie? Wir reden hier von Geheimdienst, wir reden hier von Leuten, die License to Kill haben vielleicht auch, ne? So, also das ist die Geschichte, das ist der Autopsie-Mensch, der Earl Rose. Ja, und der steht dann dem Herrn Kellerman gegenüber und noch anderem Secret Service Personal. Und er glaubt wirklich, er würde also jetzt irgendwelche Chance haben, jetzt so ein Kellerman und Konsorten jetzt den Leichnam des Präsidenten zu verweigern, ja? Tja. He stepped aside, ja, after being shoved by Kennedy's aides. Also der wurde wirklich richtig bedrängt, ne, ist er beiseite gegangen. Ne? Er wollte, hat gesagt, nach unserem Gesetz muss die Autopsie in dem Staat durchgeführt werden, wo jemand umgekommen ist. Und das hat der Secret Service gesagt, nö, interessiert uns überhaupt nicht. Ne? Wir haben hier die Gewalt und wir sind bewaffnet und wir sind mehrere und wir nehmen es einfach mit. Und dann ist die Geschichte eben losgegangen mit Bethesda. Ja, aber wie gesagt, es wäre keine Zeit für die Autopsie gewesen, denn Mrs. Kennedy würde Dallas nicht verlassen, ohne den Körper ihres Ehemanns. Ja, plötzlich steht also jetzt der Wunsch von Mrs. Kennedy über den Landesgesetzen. Ne? Hatten wir das ja schon mal, dass irgendjemand, dass irgendeine Mutti gesagt hat, Gesetze interessieren mich nicht, ne? Nun sind sie einmal da. Es gibt also Menschen, die stehen über ein Gesetz. Ne? Jackie Kennedy ist anscheinend eine davon. Ja, und es gibt hier die Jahre von Lyndon Johnson und so weiter, gibt es genau diese Passage und so weiter. They had literally shoved the examiner and the policeman aside to get out of the building. Ja, interessiert die alle gar nicht. Die finden sich ihren Weg. Und wenn ich richtig gelesen habe, hat noch jemand so quasi auf seine Waffe gezeigt und so weiter gesagt, so, also wir nehmen jetzt mit, ne, und wir diskutieren da nicht drüber, ne. Ja. Ja, und sehr interessant, also, dass eben auch der getötete Polizist eben genau eine Wunde hatte in seinem Right Temple. Ja, Right Temple heißt die rechte Schläfe. Ach. Jetzt kommen ganz fiese Bilder, ne? Aber das ist vielleicht noch ein Bild, wo man sagen kann, ja, die beiden sehen ihn ähnlich aus, ne? Hätte man ganz einfach identifizieren können, übrigens, an den Zehen. Wenn man denn gewollt hätte. Man hat ja auch keine Zeit gehabt, da die haben ja direkt den Leichnam weggeschafft, ne? Also, wer ist wer? Und was ist alles manipuliert worden? Ich kann ja nicht sagen, wer ist. Ich würde mich da gar nicht drauf festlegen. Ja, ich würde nur meine Logik mal jetzt hier mal anbringen, weil viele Leute glauben ja, der James Files, der wäre der brutalste Mörder gewesen, der jetzt hier den Herrn Kennedy von Grassy Knoll umgebracht hat. Ne, dann überleg mal, der war gerade mal Anfang 20. Ja, wie bescheuert muss ich sein, um zu glauben, dass man den Mord an einem amerikanischen Präsidenten, der todsicher laufen muss, einem 21-jährigen Menschen übergibt? Da fasse ich mich an den Kopf. Ja, da fasse ich mich an den Kopf. Und der sitzt heutzutage im Gefängnis, eventuell hat man ihm auch Haftverschonung oder was weiß ich angeboten, wenn er seine Story da verkauft. Ach, wisst ihr doch alles gar nicht. Also, halte ich für absolut abstrus. Nächste Geschichte und ist ein gewisser Jack, der auch ganz, ganz jung ist, der dann eben dann auch in dem Abwasserkanal dann jetzt auch da zugange ist. Ich habe mir jetzt mal viele Sachen angeguckt, was jetzt auch mit Wunden zu tun hat, auch mit Lee Harvey Oswald, der angeblich in der 11. Rippe getroffen wurde, das wäre dann hier, diese und so weiter. Ja gut, aber auch die Autopsie von Lee Harvey Oswald kann gefälscht sein. Ne? Also du kannst ja nichts glauben, du musst nur logisch kombinieren. Und hier siehst du erst, nachdem der Schuss hier gefallen ist, im Auto gefallen ist, warum das so ist, werde ich bald beweisen, oder zumindest versuchen zu beweisen, dass eben hier die Leute auf den Stufen dann plötzlich in Deckung laufen. Ob die jetzt initiiert sind oder nicht, kann ich Ihnen natürlich auch nicht sagen. Ne? Aber hier, Emmett Hudson, das ist übrigens auch nicht jetzt irgendjemand, sondern der Hausmeister von Didi Plaza.
Ja, es sind immer dieselben Leute überall. Ja, aber die haben halt andere Reaktionen, die die zeigen, ne? Und deswegen, also Leute, lasst euch da nicht irgendwo in die Irre führen. Viele sagen auch, der De Brugioni hat überhaupt keine Ahnung, obwohl der einer der hochrangigsten Untersucher ist, was mit Filmen zu tun hat. Er hat gesagt, da gibt es über dem Kennedy gibt es eine weiße Wolke und so weiter, die eben 3 oder 4 Fuß hoch ist und für mehrere Frames sichtbar war. Aber die ist eben auf dem Zapruder-Film nicht drauf. Also von daher ist die auch gefälscht. Ist das eigentlich da oben die Treppe, wo vorher dann noch die drei standen, oder ist das jetzt eine andere? Das hier? Ja, genau. Was ist das, die Treppe? Da ist doch vorhin ein Bild gewesen, wo da drei Männer gestanden haben. Ist Genau, das die? genau. Weil da sind jetzt nur zwei, glaube ich, drin. Ist immer schön, wie das immer wechselt, ne? Hm. Das ist übrigens diese Treppe, die du mal gezählt hast mit den 22 Stufen, Ja, ich erinnere mich. ne? Ja. Kommt alles irgendwie wieder, ne? Ja. Ja, also Brugioni ist dann der Experte und andere Menschen sagen natürlich im Internet und sagen, ach, der hat überhaupt keine Ahnung. Es gibt viel bessere Experten. Ne? Der ist kein Experte, sagte einer hier für Kodak 8mm Film, sondern Roland Zavada und der hat 1996 gesagt, das ist alles super. Ja, das ist alles richtig mit unserem Zapruder-Film. Ja. Und als wenn 8mm jetzt wirklich was Spezielles ist. Ne? Also Leute, es gibt immer so viele Desinformationsmenschen, das ist unfassbar. Ne? So, also genau dieser Bobby Hargis, wenn ich richtig informiert bin, ist derjenige mit seinem Motorrad, der das dann da abstellt und der genau auf diesen Abwasserkanal guckt, weswegen Everything's a Rich Man's Trick meint, da käme der tödliche Schuss her. Ne? Von vorne, von unten, nach oben, der dann die rechte Seite des Kennedy-Kopfes weggesprengt hätte. Was wieder ein Problem ist, weil wenn du von links unten nach rechts zielst, müsste eigentlich hinten links, also entgegengesetzt, also von Kennedy aus gesehen, hinten rechts irgendetwas beschädigt sein. Aber gut, es ist auf jeden Fall aus diesem Abwasserkanal womöglich zu schießen, aber es ist dennoch eine Geschichte, eventuell ist hier auch etwas gezündet worden, ne? Weil manche sagen, hier geht Rauch raus und so weiter und so fort. Eventuell hat man ein zweites Mal versucht, will ich gar nicht abstreiten, ja, aber nochmal, es ist unglaublich abstrus, welche Verschwörungstheorien da kommen. Weder so ein James File in dem jungen Alter ist meiner Meinung nach jetzt ausgebildet oder jetzt, also der erfahrene Schütze, noch Jack Lawrence, der jetzt hier präsentiert wird von dem Herrn Connolly und Everything's a Rich Man's Trick, als der tödliche Schütze aus dem Abwasserkanal, ne? Also Jack Lawrence, ganz junger Kerl und so weiter, der ist jetzt der Präsidentenmörder. Ne? Und so kann man immer am Nasenring durchgeführt werden. Ne? Interessanterweise, guck mal, wo der gearbeitet hat. Ne? Guck mal, ne? Bei Lincoln Mercury. Ne? Da fiel mir noch dieses Fahrzeug ein, was genau an dem Merkur, wenn man so will, Texas Kubik Depository, dann plötzlich dann diese Schüsse da absondert oder zumindest irgendwelche Ablenkungsaktionen da fährt. Ne? Schon interessant. Also auch wieder Lincoln Mercury. Und ich glaube da null von. Ja, was ich glaube, ist, dass also wie Frau Jackie Kennedy genau wusste, wer ihren Präsidenten, Gatten da umgebracht hat und dass es auch kein Zufall ist, dass der Tibbet da umgekommen ist. Ja, und deswegen habe ich in einer letzten Sendung in Englisch gesagt, das fiel mir dann auch mal ein, über diese Geschichte, warum die Frau Kennedy dann plötzlich auf den Kofferraum da rumturnt und so weiter, habe ich auch gedacht, Moment mal, wenn ihr Ehemann getroffen ist, blutet, was macht die? Sich nicht um ihren Ehemann, um etwas Lebendiges zu kümmern, sondern nur um Materie besorgt zu sein. Also quasi, wenn das so wäre, dann dieses Stück von Gehirn und was weiß ich dann auf den Kofferraum dann halt aufzusammeln. Ne? Also dafür lässt sie ihren Ehemann einfach da liegen. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Also für sie ist materielle Dinge sind wichtiger als ihr Ehemann. Das ist faszinierend. Also selbst wenn das so wäre mit dem Gehirn, ja, selbst dann wäre das eine Aktion nach dem Motto, oh ja, ich muss gucken, dass ich alles aufsammle. Ne? So, ich will nicht sagen Sterntaler-mäßig, aber es ist, ja, she does not care about him, sie kümmert sich nicht um ihn, sie kümmert sich nur um materielle Dinge. Ne? So habe ich das mal ausgedrückt. Fand ich irgendwie sehr passend. Ja? Und deswegen, also alle möglichen fiesen Fotos, du weißt noch nicht mal, wer was ist. Ja? Also manche sagen, das ist der Tibbet gewesen. Ja? Wie willst du es beweisen? Ja? Wie willst du es beweisen? Wer ist wer? Alles ist
Und der Tibbet war angeblich jetzt hier der Badgeman hinter dem Grassy Knoll. Das hat dann die Babushka-Lady hat gesagt und so weiter. Babushka-Lady ist auch wieder mit dem Jack Ruby zusammengekommen. Leute, das sind alles hier in der Geschichte, das ist alles Ablenkungsgeschichten, ne? Alles Ablenkungsgeschichten. Und deswegen, ich wollte nur mal sagen, in dieser Folge, also so viel mal Zufällen, wir sind jetzt immerhin schon kurz vor der tödlichen Kugel und dann sind wir in der nächsten Folge mit Sachen dabei, die dann wirklich den Jörg beispielsweise dann begeistern werden, weil dann darf er nämlich ganz viel über sein Lieblingsthema referieren. Und wir sind jetzt hier quasi zum Ende gekommen, wo es hier drum ging, um wirklich zu zeigen, die Vorbereitung zu dem Anschlag und zumindest meine Ideen, ob das mit dem Herrn Altkins war, ob das hier mit dem geschnittenen Tina Towner-Film gewesen ist, ob das jetzt hier mit dem Windschutzscheibe gewesen ist und mit dem Orville Nix-Film, wo du den John Reddy da siehst, der da losstiefelt und so weiter. Und alle Leute werden zurückgehalten, es ist alles eine Aktion, ja, und das ist halt wirklich, das geht unendlich so weiter. Unendlich so weiter. Und wie gesagt, im nächsten Folge werden wir dann hingehen in ja, diese Geschichte mit 313, 314 und so weiter. Mit ganz anderen Dingen, wo wir uns vielleicht noch nie mit beschäftigt haben. Da gucken wir uns das dann an. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Dabeisein, fürs uns die Treue zu halten und ich freue mich aufs nächste Mal, weil nächstes Mal wird wirklich ja, interessant und danach wird es wirklich, da werden manche Leute auch sagen, dass hätte ich niemals gedacht. Bin mal gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet und bin mal gespannt, wie jetzt Jörg und Stefanie reagieren und gebe jetzt mal ab und sag Maranatha. Naja, wie ich reagiere. Ich habe so eine Stelle in dem Video, da habe ich gleich eine Note von genommen. Da stand geschrieben, dass etwas geschrieben steht in der römisch-katholischen Enzyklopädie, Band 11, Seite 696. Mhm. Und wie du ja weißt, hat mir Bruder Brett vor einigen Jahren die ganze katholische Enzyklopädie geschickt und ich vergleiche dann immer gerne die Online-Version mit meiner gedruckten Version. Und ich habe mir das dann mal rausgesucht, ich habe es hier vor mir liegen, ich gebrauche jetzt mal ein Vergrößerungsglas, weil es ist dunkel hier gut und ist klein geschrieben und ich bin müde, ich kann es nicht gut lesen. Aber hier steht, also auf Band 11, auf Seite 696 unter dem Titel Peripatetic School, Perjury, unter dem Artikel Perjury, also Meineid. When in doubt, one cannot without perjury swear to a thing that is certain. When mental reservation is permissible, it is lawful to corroborate one's utterance by an oath, if there be an adequate cause. Und jetzt habe ich mir die Seite dann mal im Internet rausgesucht. Das ist dann auf newadvent.org. Und das habe ich dann mal automatisch übersetzen lassen. Das ist natürlich dann blöde, aber da steht eben, wenn ein geistiger Vorbehalt zulässig ist, ist es zulässig, seine Äußerung durch einen Eid zu bekräftigen, wenn ein hinreichender Grund vorliegt. Also mit anderen Worten, hier wird durch Kasuistik und Sophistik in der römisch-katholischen Kirche, nämlich in ihrer eigenen Enzyklopädie, das Gebot, du sollst nicht lügen, umgangen, durch hier zulässig zu machen, dass man eben, wenn ein triftiger Grund vorliegt, ne, hinreichender Grund vorliegt, dass man eben lügen darf. Und wir beschäftigen uns ja jetzt in dieser ganzen Serie, wo es um JFK geht, eigentlich nur mit Lügen. Und wir versuchen, die ganzen Lügen aufzudecken. Und mir ist ein Ding ziemlich deutlich geworden, schon zu Anfang der Serie. Deswegen dachte ich, hoffentlich kann ich den Satz behalten bis zum Ende, dann kann ich ihn mal aussprechen. Und es ist mir einigermaßen gelungen. Und der Punkt, den ich machen möchte, ist im Grunde, dass du und wir zusammen uns so wahnsinnig viel Mühe geben können, wie wir wollen, hier JFK die Verschwörung aufzudecken. Das wird uns niemals gelingen, weil wir mit dem ganzen Material, vor allen Dingen, was du zur Verfügung hast, immer abhängig bist von anderen. Du kannst nie dein eigenes Material zusammenstellen. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt wirklich meine eigenen Untersuchungen durch, die Plätze zu besuchen, Dokumente einzusehen, zu denen du Zugang hast und so weiter und so weiter. Wir werden immer irgendwie im Dunkeln tappen. Aber ein Ding ist deutlich. Wir haben bis jetzt deutlich gemacht und werden auch in der Zukunft deutlich machen, dass das, was sie uns erzählen, die offizielle Geschichte, dass eine Lüge ist. Ob wir jetzt mit diesen ganzen Videos, sage ich jetzt mal, Wahrheit finden über die ganzen gefälschten Filme und Bilder und Aussagen und all diese ganzen Sachen, das weiß ich gar nicht. Im Endeffekt ist das auch gar nicht wichtig. Was für mich wichtig ist in dieser Serie ist, dass du aufgezeigt hast, dass man mit den
Fragen, die man hier stellt und mit den Beweisen, die man hier hinlegt, beweisen kann, dass die offizielle Verführung, dass die offizielle Theorie oder die offizielle Geschichte von JFK eine Lüge ist. Ist das jetzt eine Lüge, die sie hier gebraucht haben, unter dem Motto wie unter dem Meineid, ne? Weil es sind ja alles Katholiken, mit denen wir hier uns beschäftigen, die sagen eben, ja, weil ein triftiger, ein hinreichender Grund vorliegt, deswegen können wir hier lügen und deswegen können wir euch diese Lügengeschichte verkaufen. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es ist im Grunde vollkommen wurscht, wer oder was oder wie John F. Kennedy getötet hat. Dass es nicht so war, wie uns offiziell überall erzählt wird, das macht diese Aufklärung von dir deutlich. Und das ist im Grunde der Punkt, worum es geht. Man muss sich nicht in Details verlieren, zu sehr. Wer war da jetzt drin involviert oder wer hat hier die Rolle gespielt oder, weißt du, weil da können wir doch mit Sicherheit die Details niemals in das Licht der Wahrheit drücken können, weil wir einfach die Informationen nicht haben. Aber es sollte jedem Zuschauer inzwischen deutlich sein, dass das, was uns als offizielle Theorie oder Geschichte verkauft wird, wie sich die der Anschlag, das Attentat von John F. Kennedy abgespielt hat, dass das eine einzige große Lüge ist. Und nur das ist wichtig. Und wenn ich das begriffen habe, wenn ich weiß, dass das die Lüge ist, dann ist es für mich umso leichter, um zur Wahrheit zu finden, die nur in dem Wort Gottes geschrieben ist. Und dann sind solche Serien eigentlich ein ganz großes Hilfsmittel, mich eigentlich nur auf die richtige Wahrheit zu bringen, die einzige Wahrheit zu bringen. Und die ist, wie Jesus Christ selbst sagt, er selber, ne? Ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben und niemand findet zum Vater denn durch mich. Und das ist das, finde ich persönlich, was man als Conclusio über diese ganze Recherche hier vor allen Dingen behalten sollte. Und soweit meine Bemerkung dazu. Ich glaube sogar, dass die 696-Seite, die du gesagt hast, benannt worden ist bei diesem Houston Ministerial, bei dieser 1960er Wahlkampfrede von JFK. Ich weiß, es war in deinem Skript vorhin, war es drin, ne? Ja, also ich meine, das hätten die damals auch benannt, dass die also unter Eid auch lügen dürfen, alles, ja, ja. Ja. Ich habe ja früher schon in meinen Jesuiten-Videos über die mentale Reservation gesprochen und das ist ja auch, ist das nicht auch in dem Eid der Jesuiten mit drin oder sowas? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall in vielen jesuitischen Büchern ist das ja drin. Das ist ja eine rein jesuitische Lehre. Die sind ja eben für Kasuistik und Sophistik. Und Kasuistik und Sophistik ist ja nichts weiter als Haarspalterei. Und warum sagt man Haarspalterei? Ja, weil ein Haar schon mal sehr dünn ist. Das spaltet man normalerweise nicht mehr. Die Jesuiten schaffen das eben doch. Und die sind eben Meister da drin, in die Wahrheit zu verdrehen und ihre eigene Wahrheit daraus zu machen. Deswegen ist bei ihnen weiß-schwarz und schwarz-weiß. Naja. Wie gesagt, das war mein Kommentar, den ich gerne loswerden wollte darüber. Den fand ich noch ziemlich essentiell. Ja, vielen Dank. Und ja, jetzt? Und dann ende ich mal mit meinen Worten, wie ich die Menschen gerne in Frieden und Wahrheit fürs nächste Mal entlassen möchte. Shalom, Maranatha. Also ich finde den Gedanken großartig und möchte den auch wirklich unterschreiben, so wie er ist, dass man die Wahrheit nicht finden kann mit dem, was man zur Verfügung hat, aber zumindest zeigen kann, dass es alles gelogen ist. Finde ich großartig. Was mich jetzt noch interessiert ist, Michael, du hattest vorhin gesagt, bei diesem einen Video, wo man sieht, dass der eine Sicherheitsmann vom Wagen springt und dann wieder zurückgeht, dass du das gesagt gekriegt hast. Hast du das jetzt irgendwo so gehört oder hast du direkt Kontakt mit jemandem gehabt, der dir das so gesagt hat? Nein, es gibt da genug JFK Research, Assassination und so weiter, die das dann halt benannt haben. Da habe ich das her. Das ist also jetzt nicht mir das aufgefallen wäre, weil das ist echt schwer zu sehen. Aber es ist halt einfach so, dass aus dem Secret Service halt niemand den Kennedy beschützen durfte. Selbst wenn die Agenten wollten, das sieht man ja auch an dem Flughafen, die durften einfach nicht. Und deswegen ist doch ganz klar, dass JFK hat gesagt, ich werde den Geheimdienst zerschlagen in 1000 Stücke. Ja, und Secret Service, die hatten dann auch Panik. Die haben auch gesagt, Mensch, wir gehören ja irgendwie dazu. Wir sind zwar eine andere Organisation und zu dem Zeitpunkt waren sie noch hier
ich glaube, Office of Treasury oder sowas, also dem Schatzministerium oder sowas unterstellt. Aber das war ja klar, wenn Kennedy sagen würde, ich lege mich mit dem Geheimdienst oder mit dem Auslandsgeheimdienst an, wenn wir es mal jetzt ganz, ganz speziell machen, dann ist doch ganz klar, dass Kennedy sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur vor dem Auslandsgeheimdienst halt, sondern ich strukturiere die ganze Vereinigten Staaten um. Und deswegen hatte er doch keine Freunde, egal bei FBI, CIA, Secret Service oder wem auch immer. Weil wenn er sich an die CIA ranwagt, dann geht er an jeden anderen auch ran. Und ihr werdet in der nächsten Folge, werdet ihr nämlich dann feststellen, dass ich also jemanden gefunden habe, beziehungsweise ein Buch gefunden habe, was sehr interessant ist. Und ja, dann sieht man noch ein bisschen vielleicht mehr hinter die Kulissen, wobei du nicht weißt, was da jetzt wirklich wieder Wahrheit und was wieder Fake ist. Aber dafür haben wir ja bald die Geschichten dabei, dass es dann wirklich mal zu dem Hintergrund geht, was es da mit der Jackie Kennedy-Geschichte dann auf sich hat. Denn das geht ja viel, viel tiefer, als jetzt zu sagen, na gut, Operation Bluebird oder irgendwas ähnliches da und Alan Dulles, das ist ja alles auch nur die Oberfläche, das geht ja noch in ganz anderen Sphären rein. Ne? Aber das ist vielleicht deswegen interessant, damit man auch wirklich sieht, was mich so ein bisschen teilweise traurig macht, ist, dass die Menschen halt dann auch wirklich so sagen, das kann gar nicht sein und das kann man dir nicht zutrauen und die ist doch Mutter und dies und jenes. Und die Menschen sehen halt diese Welt nicht so, wie sie ist teilweise. Weiß ich nicht, lassen sich halt ablenken und glauben, die leben in einer Welt wie Emily Erdbeer oder so. Aber die Welt ist eben immer so böse, wie sie ist und wie sie immer gewesen ist. Und Jesus Christus hat ja gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich noch Glauben finden. Also von daher kannst du dir ja vorstellen, wird es immer schlimmer. Ich meine, alleine schon aus der Aussage heraus kannst du es ja ableiten. Stimmt. Das ist doch jetzt nicht wahr, dass du jetzt dieses Lukas 18,8 hier zitierst, ne? Das kam jetzt aus dem Kopf. Ich habe da nicht die Bibel aufschlagen gerade. Das kam jetzt aus dem Kopf. Ja. Also während wir hier mit der Sendung beschäftigt waren, hatte ich noch mal kurz mit der Renate gesprochen. Und die Renate hat mir hier ein Bild geschickt. Mhm. Ich schicke das jetzt mal eben durch in unser Gespräch hier. Musst du mal schauen. Das hat mir die Renate vorhin geschickt, während wir hier beschäftigt waren. Mhm. Und da hat sie dazu geschrieben, und wer an Gott glaubt, glaubt noch lange nicht an Jesus. Wir sind in der absoluten Minderheit. Mhm. Daraufhin meine Antwort zu ihr, das habe ich geschrieben um 21.11 Uhr. Wie sagte Jesus doch? Mhm. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Lukas 18,8. Mhm. Will mir jetzt noch mal irgendeiner erzählen, das ist Zufall und wir sind nicht im selben Geist geleitet? Die Folge heißt ja genauso. Ja? Es gibt keine Zufälle. Aber es ist sehr bedrückend, wenn du dir anguckst, wo Deutschland hier landet, ne? Wenn die Geschichte. Ja, wie beim Eurosong Festival auf dem letzten Platz. Ne? Ja, das wäre jetzt ein ganz heftiger Vergleich. Also. Ja, es fällt mir gerade so ein. Ja, aber du siehst, je besser es den Menschen geht vielleicht auch, ne, desto weniger Glaube ist da. Menschen, die vielleicht. Das war schon immer so. Das weniger ist etwas, das habe ich schon vor Jahren habe ich das gesagt. Das ist ein Spruch, den ich auch mal irgendwo gelesen habe. Je freier die Menschen sind, desto weiter sind sie von Gott weg und je mehr sie beschränkt werden oder ihre Freiheiten beschnitten werden, desto mehr nähern sie sich wieder an Gott an. Mhm. Und je besser es den Menschen geht, desto weniger lassen sie Gott in ihr Leben. Aber wenn sie in Bedrängnis leben, dann auf einmal ist Gott da. Das ist doch, weil du kennst doch diese Leute, die ihr Leben lang sagen, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an Gott. Und in dem Moment, wenn sie von der Klippe runterfallen und zwei Sekunden bevor sie auf dem Erdboden aufschlagen, rufen sie, ach mein Gott, hilf mir doch. Ja. Das ist die heuchlerische Welt. Das ist auch das mit diesen Stoßgebeten, wie man so schön sagt, ja. Wenn die Leute so, oh bitte lass mich nicht zu spät kommen oder bitte lass dies oder das nicht. Ja, wen bitten sie denn da um irgendwas? Das merken ja, die selber, sagen immer, ich glaube nicht. Ja, ja. Ja, auch derjenige, der nichts glaubt, glaubt an etwas, nämlich an das, was er nichts glaubt. Das ist auch ein Glaube. Ja. Nein, aber ich fand das jetzt schon sehr, wie du nennst die Serie, diese Folge heißt doch nicht, wer glaubt noch wirklich an Gott, oder? Nein, aber das heißt, es gibt halt einfach, also ich habe noch den finalen Titel nicht, aber nach dem Motto, es gibt keine Zufälle oder sowas. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, die Sendung heißt irgendetwas mit Zufällen, ne? Also ein Ende mit den Zufällen oder sowas. Also von ja gut, aber ich meine, das ist doch nun wirklich mal ein Zeichen dafür, dass wir alle in dieser christlichen Familie miteinander verbunden sind, doch im selben Geist sind.
Das glaubt dann doch sonst kein Mensch. Das war um 21.11 Uhr, dass sie das Bild schicken, dass ich Lukas 18.8 raussuche, weil ich wusste es auch nicht aus dem Kopf, wo das ist. Ich wusste nur, dass es geschrieben steht. Und dann habe ich in Google in die Suchmaschine einfach eingetickt, when I will come back, will I find faith on the earth, Bible. So, dann kam das Lukas 18.8, dann habe ich das in der Schlacht herausgesucht. Also, für mich ist das ein ganz deutliches Zeichen, unter welcher Schirmherrschaft hier diese ganzen Sendungen, diese ganzen Treffen, die wir hier ständig machen, stehen. Da bringt mich auch keiner mehr von an. Ja, dann kann Stefanie jetzt noch eine Idee haben oder halt auch die Sendung abschließen. Ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, mit dem schönen Gedanken an Lukas 18.8 machen wir Schluss für heute. Maranatha.